Hallöchen. Kommen Sie rein. Schön, dass Sie immer noch da sind. Ich bin Herbert Feuerstein. Die Nacht kommt gerade. Dauert noch ein paar Minuten. Ne? Als wir das geplant haben, das ist so 5, 6 Wochen her, da war es noch um die Zeit ziemlich hell. Da dachten wir, es gibt noch eine schöne Stunde auf der Dachterrasse und so. Aber ist auch schön so. Ne? Und das, was toll ist und was wirklich unglaublich ist, ist, dass der Hund hier bei mir sitzt. Das wollte er den ganzen Tag nicht und gestern auch nicht. Und jetzt sitzt er da und es geht ihm gut. Naja, Freundschaften halten nicht ewig. Ja, meine Damen und Herren, das ist meine Wohnung. Ich kann sie nur ein bisschen zeigen. Also da hinten, ist nicht so groß, aber ist toll. Liegt wunderbar, das werden Sie gleich sehen, wenn wir rausgehen. Ah, sie haben es ja schon gesehen. War ja diese Einstellung über den Platz hin. Das ist also mein Bett, ne? Schlafe ich. So. Und hier drin ist das Badezimmer. Da können Sie nicht mitkommen. Die Küche haben wir gerade gesehen. Na? Und dann geht es jetzt hier zum Schreibtisch. Da werde ich also dann relativ viel Zeit verbringen, so mit den Sachen halt, Sie sehen. Sieht ein bisschen Hightech aus, ist aber eher harmlos. Soll ja auch ganz privat sein alles. Ne? Und dann geht's raus, da muss ich jetzt die andere Brille nehmen. Das wird heute eigentlich das Hauptproblem sein. Welche Brille zu welchem Anlass? Und jetzt zeige ich Ihnen, warum wir das hier machen. Wegen der Lage, wegen der Terrasse. Schön hier, ne? Das ist die Severinskirche. Die ist, dieser Turm, glaube ich, ist aus dem 14. Jahrhundert. Müsste also jetzt so 600 Jahre alt sein. Platz haben Sie vorher schon gesehen. Und hier, und das sind meine Nachbarn. Anke, hallo. Guten Abend. Du bist so spät gekommen, dass ich nicht einmal die Chance hatte, dich zu küssen. Deswegen gehe ich jetzt mal auf diese Seite. Hm? Wie geht's dir? Gut, ich habe nicht vorgeschlafen. Ich hab's vergessen. Nee, du hast vergessen. Wer hat dir denn gesagt, dass das heute so ein bisschen spät wird? Ja, ich... Ist alles so vorbereitet. Du wirkst so gelöst. Du bist ja sonst, also bei unseren Gesprächen, bei unseren Balkongesprächen, wesentlich hektischer. Ich glaub, nee, weißt du, das ist, die nackte Verzweiflung deswegen, weil ich festgestellt habe, egal wie oft ich in die Pläne und in den Ablauf reingucke, ich habe nicht die geringste Ahnung, was passiert. Das heißt also, das wird sich von Stück zu Stück einfach so ergeben. Auch mit deiner Hilfe. Ne? Du warst ja in Berlin gerade, oder? Ja, ich war auf der Funkausstellung. Ja, ich habe die jetzt abgeblasen. Die hören jetzt auf. Ja? Ja. Ich habe denen gesagt, sie können jetzt aufhören. Ja. Was hast du denn da an? Ist das... Praktisch nichts. Geh mal ein Stück zurück. Wie heißt das? Nein, ein bisschen... Wie heißt das? Ja, geh doch mal ein kleines Stückchen zurück. Das heißt bitte, Herbert. Bitte, achso, Entschuldigung. Weißt du, ich bin jetzt so gewohnt, wenn man da oben steht. Jetzt siehst du mich nicht mehr, weil ich die Schüssel in der Fresse habe. Ja, jetzt sehen wir uns auch gleich nicht mehr. Wir haben nämlich was ganz Tolles. Weißt du genau, wie spät es ist? Ja, auf meiner Uhr ist es 20.21 Uhr. Naja, pass mal auf. Ich glaube, wir kriegen jetzt genau mal gleich die richtige Zeit. Ja? Die richtige Zeit. Beim nächsten Ton ist es 20 Uhr und 22 Minuten. Piep. Wir haben, das können wir ja vielleicht mal sehen, wir haben ja ein eigenes wissenschaftliches Zentrum, wo wir ganz, ganz viele Wissenschaftler und Experten aus allen möglichen Gebieten haben, die uns teils helfen, teils mir Auskünfte geben. Ne? Wollen wir da mal hingucken? Können wir mal hineinschauen in diesen Raum, wie der innen aussieht? Sehen Sie, so ist das. Das ist ein eigenes Zentrum. Hier sehen Sie die bedeutendsten Kapazitäten, die Köln und überhaupt die Umgebung zu bieten hat. Jean, kommst du ans Fenster? Hallöchen. Ich höre dich gut. Schön, dich zu sehen. Ja. Was sagst denn du bisher? Ging alles so ein bisschen drunter und drüber? Das war ja wohl irgendwie unvermeidlich. Ne? Ja, nö. Das war alles sehr schön. Weißt du, es geht weiter im Text. Auch wir sind chaotisch vorbereitet. Wir haben hier wirklich nicht nur den Leiter der Sternwarte Bochum, und zwar Professor Dr. Feitzinger, ja? sondern auch Diplompsychologen Tuscherer. Ja? Der ist vom Albert-Schweitzer-Gymnasium, also hervorragend geeignet, um nachher auch entsprechende Hausaufgaben hier zu beantworten. Ja? Dann haben wir den Helmut Ott, der ist Biologe und Chemielehrer. Ja, jetzt fällt der Hund. Ja, Billy. Ja, er wollte eben, glaube ich, kotzen. Der süße Hund hier. Wir spielen jetzt ein bisschen eine Runde, weil das braucht er hin und wieder, damit wir da einfach auf eine Ebene kommen,
dass ein bisschen Ruhe hier herrscht. Dazu brauchen wir ein Quietschentchen. Als nächstes werde ich unbedingt mit Frau Dr. Merten sprechen müssen, der Tierärztin. Vielleicht brauche ich auch dann noch einen Humanmediziner. Wo bist du denn? Gibst du das Quietschen her? Gibst du mir das her? Weißt du, in diesem Tempo eine ganze Nacht durchzuhalten, ist natürlich nicht so ganz einfach. Ne? Ich glaube, ich brauche jetzt eine Minute für mich. Ich habe aber gesehen, als ich da vorbeigegangen bin, dass ununterbrochen das rote Licht am Zuschauertelefon läutet. Das wollte ich mir gerade mal anhören. Das sieht mir aus wie das Bildtelefon. Hallo? Hallo, Herbert Feuerstein. Ich sollte dir das Bildtelefon erklären. Hör mal, das haben wir doch eben gemacht. Das ist die Stimme von Gerrit, ne? Mhm. Ja, jetzt sehe ich dich auch. Ah, da bist du. Hallöchen, ich dachte, du bist jetzt längst im Bett. Habe ich denn wieder was falsch gemacht oder sowas? Ja, ich sollte dir das Bildtelefon erklären. Ja, du erklärst mir, aber ich dachte, ich kann es jetzt schon. Ich habe doch jetzt da irgendwie astrein das abgehoben und so. Aber bitte erklär's mir. Ja, also da oben ist so eine Kamera. Und ja? Die macht dann einen auf der anderen Seite 1000 Einzelteile und bastelt dich dann hier auf dem Bildschirm wieder zusammen. Ach so. Das ist also ein bisschen wie das richtige Fernsehen auch, oder? Ja. Beschreiben wir es nochmal genau. Also da oben gibt es doch so einen Schlitz, wenn man den zumacht, sieht man nichts mehr, oder? Ja. Mach's mal für mich. Ja, jetzt kann ich dich trotzdem hören. Und jetzt ist das, und das ist das Wunder der Technik, jetzt ist das wie ein ganz normales Telefon. Ne? Jetzt mach wieder auf. Großartig, ne? Ja. Mhm. Kann ich irgendwas für dich tun? Geschichten erzählen, irgendein, was singen, hast du Lieblingslieder oder hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Hab dieses Wochenende gar keine aufgehabt. Hast du gar keine aufgehabt, ne? Weil wir, ja. du weißt, wir haben also da wirklich fantastische Wissenschaftler, die alles lösen könnten, was du jetzt, naja, gut, wenn du keine auf hast, kann man das machen, ne? Du, tschüss, Gerrit, war schön und ich werde also deine Ratschläge beherzigen und nicht mehr da so sinnlos auf den Tasten rumdrücken. Tschüss, mach's gut, ja? Ja. Wir wollen nämlich jetzt eine Arie aus dem Weihnachtsoratorium von Bach bringen. Die Echo-Arie, da gehe ich jetzt mal rein an mein Instrument. Frau Giebel, Sie sind ja, glaube ich, kurz vor einer großen Reise, stimmt das? Ja, noch einen Tag habe ich. Und wo geht's da hin? Nach Japan. Und was machen Sie da? Oh, viele Konzerte in Tokio und Sapporo und so weiter. Kenne ich dir ja? Ja, ich war vorhin ein bisschen taktlos und habe den Leuten verraten, dass Sie ja schon, ich sag's jetzt nochmal, 76 Jahre sind. Ja, die bin ich. Da stehe ich. Und zu. Das ist ja, ja, alle Achtung. Und da würde ich natürlich meinen, das ist ein doch sehr interessantes Alter für Konzerte, ne? Ja, können Sie glauben. Ja. Aber in Japan zählt das Alter. Ja, es geht ja nicht darum. Ich bin das Alter sehr geschätzt in Deutschland. Nicht, die meinen ja hier alle, ich könnte nicht mehr singen. Ja? Nur weil meine Dirigenten schon alle gestorben sind, singe ich hier auch so wenig. Aber in Japan heißt es die Stimme, die vom Himmel kommt. Was wir jetzt machen wollen, ist, wir wollen die Echo-Arie aus dem Weihnachts... Ja, wir müssen mal ein paar Töne spielen. Ich spiele das an. Ne? Ich gebe Ihnen die drei Takte vor, zwei Takte voraus. Zwei vor, ne? Ja? Gut. Und ich selber, weil das ist ja eine, wie die Musik, die Leute alle wissen, ist für zwei Soprane, da kommt so ein Echo drauf, das werde ich dann spielen. Und ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach, ne? Wir machen das einfach mal, ja. Egal. Auf den alle kleinsten Samen.
strengen Schreckens. Flüst ein Name. Flüst mein Heiland, flüst ein Name. Auch die allerkleinsten Samen jenes strengen Schreckens ein. Nein, du sagst ja selber nein. Nein! Du sagst selber nein. Nein! Flüst dein Namen auf den allerkleinsten Samen. Haben Sie jetzt gelacht, Frau Giebel? Das tut mir auch wieder weh. Ich habe so grässlich gesungen, gell? Ich habe gefreut, gelacht. Ich hab gestern so schreien müssen. Ja, toll. Heißt das so? Mensch, besser. Das machen wir irgendwann mal noch besser. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich find das großartig. Nee, ich glaube, dass wir eine Karriere haben als Duo, die ja, wir irgendwie auch mal schön ausnutzen müssen, ne? Ich bin sofort dabei. Also es kann sein, kommt darauf an, wie die Nacht jetzt noch ausgeht, es kann sein, dass Sie mich morgen im Flugzeug nach Japan finden, wenn nein, ich mich hier nicht mehr sehen lassen kann, ne? Das finde ich gut, aber ganz herzlichen Dank, ne? Ja, tschüss. Gute Reise und bis zum nächsten Mal. Gratuliere. Tschüsschen, Frau Giebel. Schönen Abend. Ja, bis tschüss. Dann. Ja. Ich rufe jetzt mal jemand an, bevor es zu spät ist, hier aus der Nachbarschaft. Anke, ich habe dich gehört. Hallochen, das ist der Herbert Feuerstein in Feuersteins Nacht auf der Terrasse. Und mit wem spreche ich jetzt? Ja, hallo Nachbar, hier ist Ursula Hochstetter-Klomp. Hallo. Ich glaube, Stimme ich muss gut jetzt die Treppe raufgehen und mich irgendwo sehen ich lassen. Ich habe keine Ahnung, wo ja genau. Moment, ich gehe jetzt eine Raumspartreppe rauf. Eine Raumspartreppe? Ja, und bin aha jetzt im Dachboden unseres Wohnzimmers, wo noch nie ein Mensch gestanden hat. Ehrlich? Ja, so ungefähr. Aha. Moment, gleich öffnet gleich sich das Fenster. Ja. Wir sind so wahnsinnig gespannt, so, denn es gibt ja so viele Möglichkeiten. Hier. Wo ist hier? Hier. Aha. Hier? Ja. Das sieht dramatisch aus. Das ist ja ganz, ganz hoch oben in der Dachluke da. Ja, ne? Das ist in der Decke unseres Wohnzimmers, ja, sozusagen. Und da wohnen Sie oben? Ja, im ganzen Haus. Fantastisch. Wenn Sie sagen unseres, das bedeutet, Sie sind nicht alleine, es ist eine Familie? Ja, die Familie schläft. Die Familie. Haben nicht so einen langen Frau Atem. Frau Hunsch, das tut mir weh. Sind das die einfach nicht so eingeschlafen da mitten von meinen Sachen? Nein, nein, die liegen im Bett und gucken fern, um ganz ehrlich zu sein. Aber sie gucken was anderes an, oder? Nein, nein, die gucken auch. Hey, ja. Frau, gute Nachtgeschichten. Gute Nachtgeschichten, ja. Frau Hochstetter, was sind Sie vom Beruf? Ja, also ich habe eigentlich zwei Berufe. Ich bin ja Autorin und Malerin. Ja. Und vielleicht auch noch Gärtnerin, weil ich hier das Rosenbeet im Viertel pflege. Das Rosenbeet im Viertel? Ja. Wo ist das? Hier um die Ecke. Ja? Aha. Da sitze ich manchmal und buddle. Ehrlich, ist das so eine Art Gemeinschaftsaufgabe, das geht in der Nachbarschaft rum und nee, oder haben Sie das adoptiert? Patenschaft, adoptiert. Ach so. Ja. Wenn Sie malen, hätten Sie nicht Lust, irgendwie etwas zur Sendung zu malen oder sowas? Oh, Ihren Hund. Mein Hund? Oder Sie? Ja, ich finde das toll, dass Sie mir Sie diese Wahl geben. Sie sind leichter, glaube ich. Ich bin leichter. Der Hund ist ziemlich schwarz, ne? Ich weiß nicht, wir hatten schon da überlegt. Eben, da ist alles schwarz, da ja kann man nichts sehen. Da gab es schon irgendwie Versuche, den von den Maskenbildern einfärben zu lassen, dass man ihn besser gegen Hintergrund erkennt, ne? Aber mich, ja, würde das bedeuten, dass ich jetzt die nächsten 8 Stunden in Pose stehe? Modellsitze. Modellsitze? Ja.
Schlauch aus dem Ohr und möglichst also dann in Porträtaufnahme und möglichst nicht reden. Das wäre wäre schade für die Zuschauer. Ich kann es auch mal so versuchen. Es gibt ja eine Möglichkeit. Ich werde ja dann irgendwann mal ein bisschen schlafen. Ne? Ja. Und da gibt es ja auch eine Kamera drüber und da halte ich ja relativ lange still. Ja. Was halten Sie denn davon, in der Zeit so ein Bildchen zu machen? Ein Schlafbild. Ein Schlafbild, ja? Ja, vielleicht kann ich mir vorher die Augen intensiv angucken auf dem Fernsehschirm. Die dass Augen? Dass ich die dann vielleicht doch noch zeichnen kann. Soll ich die mal nicht ganz nahe kommen? Und die Brille, das ist ja ein Markenzeichen. Ich weiß nicht, ob die mit Brille schlafen. Ich schlafe mit Brille, weil ich will ja auch scharf träumen. Ne? Ich will ach so, ja da nicht, aha, ja, aha. Irgendwie so ja, da brauchen Sie ja eigentlich noch eine gute Nachtgeschichte für das scharfe Träumen. Ah, da können wir noch drüber reden. Haben Sie mir jetzt tief in die Augen gesehen? Reicht das so erstmal? Ja, das reicht. Und dann würde ich sagen, wir könnten doch morgen, ich könnte Sie doch wecken, so wie die Frau Rohm. Ja. Was werden, oder bleiben Sie dann die ganze Nacht wach? Ich weiß nicht, wie lange so ein Bild dauert. Ich weiß noch nicht, wie das mit der Ähnlichkeit wird. Also, wenn nur das Ohr ähnlich ist, dann werde ich ein bisschen länger aufbleiben, bis dann die Nase auch ähnlich ist und die Augen. Da muss ich mal gucken. Fantastisch. Dann würde ich sagen, ich melde mich morgens bei Ihnen nochmal. Um welche Zeit ist gut? Ja, das ist mir egal. Okay, dann würde ich sagen, wenn da so eine schöne Lücke ist, und dann können wir gucken und schauen uns das Bild an und machen noch ein weiteres Schwätzchen. Ne? Und ohne gute Nachtgeschichte schlafen? Naja, wissen Sie, ich würde nichts lieber haben als das jetzt. Nur, ich kriege eben die Meldung, dass wir im Krankenhaus um die Ecke, wo wir in der Babystation waren, ein Neugeborenes haben. Und das ist natürlich das etwas, ist die beste gute was uns alle da. Ja, sehe ich auch. Alles klar. Oh, sehen Sie es auch schon? Nee, Sie sind jetzt nicht beim Fernseher. Schönen Dank erstmal, ne? Ja, und bis tschüss. Dann. Ich bin die Mutter von diesem Wonneproppen. Hey, wie alt ist denn der? 3 Tage, fast ganz genau. Ungefähr, ja, um 20 nach 9 ist sie geboren. Ey, vor 3 süß, Tagen. Ja. Ich hatte nämlich das irgendwie jetzt so verstanden, dass der gerade zur Welt gekommen ist. Deswegen war ich jetzt ganz überwältigt und sprachlos und habe noch mehr geschottert als sonst. Tut mir leid, aber dafür ist sie sehr klein. Ja, also ein sie er ist 4 Wochen zu früh gekommen. Sie? Eine sie? Eine sie ist es, ja. Aha. Und wie heißt sie? Sie heißt Josephine. Josephine. Kann sie mich auch hören? Josephine? Hallo. Ich bin der Feuerstein. Ich glaube, Josephine redet nicht mit dir. Ja, ich weiß. Ich habe das Problem öfter mit Frauen. Ne? Die wollen einfach dann nichts mehr wissen. Ich könnte ja ein Liedchen singen oder sowas. Ja. Weißt du, bringt das was? Aber vielleicht müsste ich auch mit dem Vater unterhalten. Ja, natürlich. Also. Möchte ich unbedingt. Darf man überhaupt zu laut reden? Ich bin jetzt ganz eingeschüchtert. Können wir den Vater sehen? Also vor 2 Wochen hat sie noch einen Flamenco-Kurs mitgemacht. Wer jetzt? Die Josephine? Den Bauch. Ja? Ja, ja. Wir waren sind gerade aus Andalusien zurückgekommen. Zeigt uns doch mal den Vater. Hallo. Hallo, wie heißen Sie? Ach so, ja. Hier bin ich. Ja, und wie heißen Sie? Ja, so sicher. Dieter. 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 Wie alt seid ihr beide? Wir sind zusammen oder getrennt? Oh, ich weiß nicht, also zusammen ist mir lieber, dann wirke ich nicht so alt. Ne? Das wäre so ganz angenehm. 68. Aber wir sind jeweils 34. Ja, ist das euer erstes? Wie bitte? Ist das das erste? Das ist das erste Kind, ja. Hm. Genau. Ja? Wir haben hier geboren, also da hinten in dem Kreißsaal. Der Kreißsaal ist ungefähr von hier 10 Meter entfernt und dort haben wir praktisch einen ganzen Tag rumgebracht. Aha. Und haben dieses Kind zur Welt gebracht, zusammen. Oh, süß, ich kann da gar nicht genug sehen. Josephine, ich singe dir jetzt ein Liedchen, ob du willst oder nicht, ne? Ja, singen. Ich singe jetzt mal eins, ne? Ja. Ich könnte es vielleicht sogar irgendwie versuchen, am Klavier zu machen. Weil, dazu ist es eigentlich hier. Schlaf, Kindchen, schlaf. Schlaf, schlaf. So, ja, ich habe den Ton noch nicht gehabt. So. Schlaf. Klingt fast wie Josephine. Kindchen, schlaf. Dein Vater warst so brav. Hör ich da jetzt im Hintergrund Baby schreien? Das ist aber nicht Josephine, wie du siehst. Ist das nicht Josephine? Ja. Nee, das wollte ich auch wieder nicht. Also ich wollte ja nicht hier irgendwie... Schlaf, Kindchen, schlaf. Jetzt traue ich mich nicht mehr. Ja, aber das hilft. Es hilft schon, ja. Hilft, ja. Okay,
hört mal, alles Gute euch. Ja. Find das toll, dass ihr uns die Josephine vorgestellt habt. Und ich hoffe, sie wird groß und schön und wichtig und erfolgreich. Und singt mindestens genauso schön wie du. Das wollen wir jetzt nicht wünschen. Das wollen wir jetzt nicht wünschen. Ja, wir wollen ja nur was Liebes wünschen. Ich rufe jetzt die Mutter der Nation an. Ich glaube, das passt ganz gut. Die liebe Marie-Louise Mayan. Ah, mach ich mir einen Fehler, dass ich den Hörer abnehme. Das darf man nicht. Das ist die Nummer 8. Und jetzt geht's auch schon los. Hallo? Hallo, du bist schon dran. Marie-Louise, es tut mir so leid. Es ist so spät geworden. Hörst du mich? Hallo. Hallo. Hörst du mich? Ich höre dich. Oh, siehst du mich auch? Jetzt. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Was machst du denn da? Herbert. Was ist denn passiert? Ach, Herbert. Herbert, ich hab ja... Oh Mann, Herbert. Oh Mann. Herbert? Ja? Mensch, ich bin ja so erkältet. Ehrlich? Und seit 9 Uhr hänge ich hier überm Bad. Ich weiß. Wie ist von meinem Gesicht noch was über? Ich habe so viel Dampf gebadet, damit meine Erkältung weggeht. Weißt du, ich habe so einen Schnupfen, so wahnsinnig. Gestern bei den Trauerfeierlichkeiten von der Dai, da war ich so traurig. Ja. Da musste ich so viel weinen und irgendwie habe ich mich jetzt nicht erkältet. Ja. Ich weiß es auch nicht. Ach so, weißt du, es geht im Augenblick, ich höre dich laut und klar, das geht im Augenblick um. Also, ich kenne ein paar Leute, die haben jetzt diese Erkältung. Aber ich finde, du siehst wunderbar aus, also Erkältung hin, Erkältung her. Und es tut mir wirklich leid, dich so lange warten zu lassen. Hast du jetzt eben das süße Babylein gesehen? Ach, war das süß. Gell? Gott, mir ist das Herz da übergegangen. Ja, nur das geht uns, glaube ich, allen so. Sowas Liebes, sowas Bezauberndes. Mein Gott, so ein Menschenkindlein, so ein süßes Babylein. Ja. Den Tim, auch viele Grüße an die Eltern. Natürlich, wir sagen es ihm weiter. Was ich im Hintergrund sehe, ist ja deine Wohnung. Ne? Und wir kennen uns ja eigentlich ganz gut und haben auch schon dazu eine schöne Sache zusammen gedreht. Aber du hast mich ja nie eingeladen. Hab ich nicht, das so war. Kann man denn das, ja? Kannst du ein ganz klein bisschen lauter sprechen oder muss ich jetzt den Fernseher etwas lauter machen, damit Nein. ich dich lauter höre? Du kannst an diesem linken Knöpfchen, da sind zwei Lautsprecher dran, da hast du einmal ein Plus und einmal ein Minus. Wenn du am Plus drückst, links unten. Links unten? Also ja, wenn du auf den Plus drückst, dann wird es lauter. Ja. Und wenn du Brille absetzen. Auf dem Minus also drückst, Plus, dann wird es so. Leiser. Jetzt hörst du dich ein bisschen besser. Ja, jetzt hörst du mich besser, ne? Und ich höre dich auch besser. Und habe eigentlich völlig vergessen, ne? Was wollte man denn eigentlich sagen? Und deine süße Schnupfennase wird dann auch kuriert sein, ne? Ja, ich hoffe. Mein Gott, Mann, hat mich ja so umgehauen, du. Und dann dachte ich noch, jetzt hier in der Nacht muss ich, und der arme Feuerstein, der muss so durchhalten. Ja, der muss durchhalten, ja. Auch ein bisschen durchhalten, dass ich noch so wach bin. Danke, dass man dich hat noch so spät stören dürfen. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß bei der Lindenstraße, gell? Ich danke dir, aber du hast ja jetzt noch eine Nacht vor dir. Ciao, lieber Herbert. Ich danke ciao, liebe Marie-Louise. Und ciao. Danke, bis dann. Hallo, wer bist du denn? Ja, ich bin Lukas. Der Lukas? Ja. Ich bin der Herbert Feuerstein. Hallöchen. Ja. Wie alt bist du denn, Lukas? Ich bin 13. Und du hast das Bedürfnis, so zu werden wie Tom Gerhardt, kann das sein? Ja. Und was sagt die Mutti dazu? Och, die finden das, glaube ich, ganz gut. Aha, aha. Na gut, tolerante Mutti würde ich sagen, mach doch mal, was du meinst, das so ist wie Tom Gerhardt und mach das so nach vorne, dass wir das vergleichen können in gleichen Ort und Stelle. Ja. Okay. Ey, hat da mein Vater gesehen? Ey, letztes Mal muss mein Vater in Urlaub fahren. El Arnale. Ey, wartet da auch gewesen, ja? Ey, finde ich total gut, ne? Weil da ist alles genau wie bei uns zu Hause, ne? Ja, Moment, die haben aber auch was anderes, ne? Ey, Playa, ey. Ey, Boy, Playa, ey. Ey, Playa ist immer am Wasser, ne? Ja. Normal ist ja Playa, ne? Da sind immer 1000 Leute, ne? Und ich glaube, die sind alle total geil, ne? Weil die Alten sind alle total nackt und die Typen alle total besoffen, ne? Naja, du, hör mal, Lukas, das klingt eigentlich schon sehr, sehr gut. Jetzt würde ich natürlich von einem Fachmann hören. Kannst du mal den Hörer dem Tom geben? Ja, klar.
Ich wusste gar nicht, dass ich einen kleinen Bruder habe. Sieht eher aus wie ein großer Bruder, ne? Hast du das Gefühl, das ist so ein zweites Du? Ja, das ist ja ganz normal. Kandidat hat 100 Punkte. Ja, ich glaube, ich habe die Befürchtung, wenn ich dein Drink hinter mir habe, habe ich auch das Gefühl, ich bin ein zweites Du, ne? Du erkennst ihn dann als Doppelgänger. Ich erkenne ihn an. Dann würde ich sagen, hier ist der erste richtige Doppelgänger, der ja. Doppelgänger von Tobias, ne? Herzlichen Glückwunsch, Lukas, hast du gut gemacht. Herbert, guck mal, ich bin umgezogen. Du kennst doch unsere Nachbarn hinten im Hof. Ach, du bist da hinten ja, jetzt. Ja, ich bin plötzlich bei André. Kannst also. Du mich sehen? Hallochen, könnt ihr alle guten Tag sagen oder so? Wink doch mal alle. Könnt ihr mal winken? Hallo. Ganz hoch. Siehst du irgendwas? André hat Auberginen gemacht ja? und Tomaten und Mozzarella. Könnt ihr die mal irgendwie hochhalten? Ja, gib mir mal bitte den Teller. Weil dann kann ich da so ein bisschen hier in den Monitor gucken und schauen. Schau mal hier. Das ja. sind die Auberginen, ne? Das sind, schau mal hier, Auberginen. Oh, das sieht ganz toll aus. Da würde ich gerne zwei Stück. Gemüse, zwei davon. Will Billy auch was oder was kriegt Nein, Billy? Nein, Billy wird jetzt gleich gefüttert. Ich habe nämlich das, und deswegen ist er so unruhig die ganze Zeit. Ich du, muss das ist wahnsinnig schwer. Das muss mir jetzt mal ganz schnell einer abnehmen hier. So. Ach so, ja. Was ist es denn? Na, das waren relativ... Hier, schau mal, das sind die Tomaten. Möchtest du Tomaten mit Mozzarella? Ja, auch, doch, ja, auch ein bisschen, ja. Weißt du, die mache ich sehr oft selber. Ist das Büffelmozzarella oder ist das so ein gewöhnlicher? André, ist das Büffelmozzarella oder gewöhnlicher? Sag nichts Falsches. Ich... Das ist genau der, den er mag. Ja, das ist der, den er mag. Das ist mein Lieblings. Den will ich also auch. Nee, ich wollte gerade zu Ende sagen, der Billy ist wahnsinnig hungrig. Und als nächstes gibt es gleich was zu essen. Der sieht nämlich das auch im Monitor. Und der ist da irgendwie ganz verwirrt, ne? Was gibt's noch? Herbert, hier, das ist eine Überraschung. Schau mal. Ja? Das ist eingepackt und ich kann dir nicht genau sagen, was es ist, aber es riecht sehr fein. Und ich glaube, ich gehe jetzt mal rüber wieder in meine Wohnung. Ich habe da einen Korb und ja? das kann ich dir dann schicken. Machen wir es so? Gerne. Ich, wenn wir gerade mal in der Richtung sind, wollte ich gerade mit dem anderen Nachbarn sehen, ob der zu Hause ist, weil ich glaube, der hat einen interessanten Gast. Du kriegst jetzt gleich was zu essen, ich schwör's dir. Das ist die nächste Nummer und du kriegst was zu essen. Lass mal hier anrufen. Das ist die Nummer. Ja, ich will ja die Nummer nicht verraten, ne? Sonst fängt man ja an, da so rumtelefonieren. Da wird. Wenn der Jürgen zu Hause ist, wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Ne? Scheint nicht zu Hause zu sein. Na gut, lass uns mal ein bisschen klingeln. Soll ich schon mal reingehen? Steinebach. Ah, Sie sind da. Hallo, Herr Steinebach, das ist der Herbert Feuerstein. Ich ja. bin Ihr Nachbar. Ja. In welchem Zimmer sind Sie jetzt gerade? Ich bin hier vorne im Esszimmer. Könnten Sie mal irgendwie rauskommen, dass wir Sie sehen oder so? Ja, Moment. Ja, sind so lieb. Das ist Herr Steinebach, der ist da ganz hinten in der Ecke. Ja. Habt ihr ihn schon gesehen? Habt ihr ein Bild? Hier kommt... Hallo, Herr Steinebach. Ja, da. Oh, das sieht aber sehr, sehr schön und gemütlich aus. Sie sind ja nicht alleine. Ist das Nein. Ihre Frau? Nein, ist ein Gast hier bei mir. Ach, ein Gast. Sie sind nicht verheiratet, oder? Doch. Meine Frau passt dann auf der Möbel auf. Auf die Möbel? Ja, ja, ja. Kann sie nicht auch mal rauskommen und irgendwie so ein bisschen winken, weil das wäre auch nett. Und vielleicht kann sie irgendwie ein Möbel mit rausbringen, damit wir auch das glauben können. Nee, ne? Nee, die hat er im Rücken, die das ist zu schwer tragen. Ach so, ne? Entschuldigung, wollte ich nicht stören. Dann. Ja. Schön ist bei Ihnen. Schöne Terrasse mit schönen Blumen und all dem, ne? Ja. Und wer ist jetzt Ihr Gast? Hier ist Katja Nick aus Berlin. Hey, wir kennen uns. Ja, wir kennen uns. Wir haben uns. Wissen Sie noch wo? Ja, und zwar bei der internationalen Funkausstellung. Richtig, und da waren wir zusammen in einer Sendung, und zwar bei welcher? Oh, war ja. Ja. Wie heißt Frau, sie? Frau, Sie sind natürlich sehr, sehr... Bei Sat.1. Es war, ich spreche jetzt einfach mal persönlich aus, es war die Harald Schmidt-Show. Und ja. ich kann mir natürlich vorstellen, dass man sowas sehr, sehr schnell wieder vergisst. Und da haben wir uns kennengelernt und das fand ich so toll, was Sie da gemacht haben, ja. Dass ich Sie gebeten hatte, doch auch mal hierher vorbeizukommen. Und was ist es, was Sie machen? Ja, ich singe Ihnen die Berliner Luft von hinten. Sie singen die Berliner Luft von hinten. Das ja. klingt ein bisschen unanständig, wenn ich jetzt einfach das mal so ist aussprechen darf. Na? Sie singen das aber mit dem Mund. Jawohl. Das war meine Befürchtung ein bisschen, die Berliner Luft von hinten, da weiß man nicht, wo das herkommt. Gerne, und Sie machen das mit einem Tonbandgerät, das ja. läuft dann mit. Jawohl, das und läuft mit. Dann, und wenn das Kauderwelsch zu ja? Ende ist, dann ja? lasse ich das Band zurücklaufen. Fantastisch. Und dann werden wir ja hören, ja. was ich gesungen ja. habe. Ja. ja, ich weiß, bei Schmidt hatten Sie Hänschenklang gesungen. Jetzt kommt Jawohl. Die Berliner Luft. Ja. Bitte sehr. Tfup, 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 refsavnet lesrunov, tfut, 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 net loch, merite moos,
Tfult-Tfult-Tfulaniel, Rep-I-Zi-Sada-Jai-Jai. Tfult-Tfult-Tfulasid, Tfut-Tfut-Tfut-Mitni. Tfup-Tfup-Tfup-Refsavnet-Lesrunov. Tfut-Tfut-Tfut-Mit-Loch-Mritimus. Tfult-Tfult-Tfulaniel, Rep-I-Zi-Sad. Das ist fantastisch gewesen. Also das, vor allem das, der Teil Pfut, Pfut, Pfut hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ja? Und jetzt werden Sie hören, was dabei rauskommt. Das würde ich sehr gerne hören. Bitte. Nase ist die Erina, Luft, 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 so mit ihrem Holden, Luft, 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 von uns ist etwas verpufft, Luft, Luft, in dem Luft, 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 dieser Luft, 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 ja, 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 das ist die Erina, Luft, 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 so mit ihrem Holden, Luft, 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 von uns ist etwas verpufft, Luft, Luft, das ist die Erina, Luft. Ich finde das großartig. Ich finde das so toll. Ich finde, man sollte überhaupt alles nur noch nach rückwärts laufen lassen. Ne? Sie, fantastisch. Ich habe mir jetzt, glaube ich, ein bisschen Hunger gemacht mit Berliner Luft, Luft, Luft. Denn ich rieche, Sie werden das nicht glauben, ich rieche hier oben schon das, was die Anke da hat. Können wir mal meine liebe Nachbarin zeigen? Anke, stell dich mal so hin, wie du eben gestanden bist, weil jetzt sieht man erst, wie süß das aussieht, was du da anhast. Ja, du musst ja nicht alles gleich hinknallen lassen. Einfach, das ist einfach irgendwie so. Siehst du das, Herbert? Das ist in Papier eingewickelt. Du hast hier eine Schere dabei. Du schneidest das auf. Das ist eine Überraschung. Das ist für Billy. Ja. Und André. Kannst du ganz kurz dranbleiben? Ich habe eine Zeitansage. Und zwar habe ich irgendwie das Gefühl, dass Kinzelhauser die ganze Zeit durchkommen wollten und nicht konnten. Könnt ihr schon mal die Zeit sagen, Kinder, auch wenn es jetzt nicht ganz stimmt? Beim nächsten Ton ist es 22 Uhr und 3 Minuten. Piep. Ich werde jetzt zu Billy kommen und das öffnen, was die mir hier geschickt haben. Das ist für mich. Damit er nicht hier so alleine unten ist. So. Ach, köstlich. Warte mal, ich nehme es mal weg, das ist meines. Damit er das nicht anfrisst. Und das teilen wir uns jetzt ein bisschen. Ist ein bisschen kalt, aber eigentlich recht gut. Das ist meins, das ist deins. Wenn du noch was willst, kriegst du noch was? Aber jetzt bin ich dran. Du kannst aber Wasser haben, hier. Du hast hier Wasser. Hm? Und ich. Haben wir da noch die? Ist das eine gute Idee, was ich da mache, dass ich mich so dem Hund persönlich nähere? Die persönliche Nährung ist sicherlich wunderschön. Ich würde wahrscheinlich nicht neben dem Abnapf meines Hundes essen, wenn er ein Feuchtfutter hat, weil es furchtbar stinken muss. Das wäre mein herzliches Beileid jetzt in dem Moment. Nee, es stinkt komischerweise gar nicht. Normalerweise, ich habe immer gehört, dass Hunde, die rohes Fleisch essen, was er jetzt sehr selten macht, jetzt gerade war mal ein bisschen dazu gemischt, ne? Dass die dann irgendwie aus dem Mund riechen und auch furzen. Stimmt das? Das kann schon vorkommen, ich kann es nicht beurteilen. Meine Hunde bekommen es nicht. Und ja, die Probleme nicht. An sich ist rohes Fleisch nicht gut, weil man verschiedene Erkrankungen übertragen kann. Man sollte es nicht geben. Naja, gut. Wir essen ja auch manchmal Tartar und so Sachen, ne? Was kann man denn übertragen? Oh, jetzt haben Sie mich aber auf ganz kaltem Fuß erwischt, Herr Feuerstein. Ja, man kann mit Schweinefleisch auch Jibski übertragen beispielsweise. Mhm. Man kann verschiedene Parasiten, Trichinen und so weiter übertragen. Ja. Aber jetzt hoffe ich, dass mir keiner meiner ehemaligen Professoren zuhört. Ja, also Sie, aber Sie haben ja... die Proportion entzogen. Sie haben ja einen ganz besonderen Ruf, nämlich als Verhaltensforscherin, was Tiere betrifft. Oder ist das, ist das so, Tiere und Menschen zugleich? Wie sieht das aus? Häufig leider Tier und Mensch, weil manche der Tiere, die mit Problemen zu uns gebracht werden, die Probleme haben aufgrund von Haltungsbedingungen oder Probleme, die Besitzer haben, und die werden auf die Tiere projiziert.
Also es gibt auch einige Hundehalter, Katzenhalter, die mit sich selber und mit der Familie nicht zurechtkommen und dann die Probleme auf die Tiere übertragen werden. Der Billy ist ja, gehört ja, das muss ich auch mal aussprechen, gehört ja einer Rasse an, die immer so ein bisschen verschrien ist. Also ich glaube, in Bayern ist er sogar ganz verboten, stimmt das? Das ist richtig. Das ist meiner Ansicht nach ein Staffordshire Terrier, wenn ich das richtig gesehen habe. Ein Staffordshire Bull Terrier, richtig, ja. Staffordshire Terrier. Bull Terrier sind die mit diesen Ramsnasen. Und ach so. Die Staffordshire Terrier sind, sind in Bayern nach der sogenannten Kampfhundeverordnung verboten. Das heißt, man braucht eine besondere Erlaubnis, um sie zu halten. Ja, also ich glaube, wir zeigen das jetzt einfach, wie der Hund mit dem Kameramann hier schmust. Ne? Der kann also kaum arbeiten. Stefan, also zeig ich mal. Billy scheint mir ein ganz netter Vertreter zu sein, da stimme ich Ihnen ganz zu. Kann es denn sein, dass das irgendwann mal umkippt, weil diese Rasse so verschrien ist? Oder ist das wirklich so, wenn man ihn richtig erzieht und richtig behandelt, dass das dann bleibt? Ich glaube, dass es in der Regel so ist, dass der Herr, wie es geschehen ist, das heißt also, wenn der Besitzer eine bestimmte Verhaltensweise fördert oder den Hund entsprechend hält, dass das ausschlaggebend ist. Es sind natürlich genetische Komponenten mit dabei. Es ist aber doch in aller Regel so, dass die Leute da doch einiges prägen am Verhalten des Hundes, die Erziehung, die Haltung. Und häufig werden die auch gehalten, eigene Probleme zu entdecken. Ja, wir haben jetzt hier gerade was... Wie bitte? Nee, ich sagte, wir haben uns gerade hier was angefangen. Weil natürlich jetzt der Hund meint, der Kameramann hat Lust, mit ihm zu spielen. Und ja, das ist ich jetzt, höre das schon, ja, im Hintergrund. Er hat immer so einen Rappel, so alle Stunde oder zwei kommt er mit Bällchen oder Quietschentchen oder irgendwas an. Ne? Und wenn wir da nicht spielen mit ihm, dann gibt's Ärger. Na, richtig, der ist so erzogen worden, schätze ich. Wenn er lang genug bellt, wird früher oder später nachgeben und mit ihm spielen. Ja, ich würde mal so sagen, spätestens in einer Fernsehsendung, ne? Wenn er lang genug bellt, muss man irgendwas tun. Billy! Wenn er nervt. Ja, dann nerven tut er nicht, ne? Nein. Aber, komm jetzt nicht zu wild hier, weißt du? Ja, ich habe ja dieses Buch gelesen, da von dem Desmond Morris. Hör mal, es kann jetzt nur einer reden von uns beiden. Geh mal jetzt hin, leg dich hin, Schluss jetzt. Ich komme gestern Leckerli. Sonst hört er überhaupt nicht auf. Ja, hier gestern Leckerli. Und dann geh raus. Was ich nie wusste, ich dachte immer, Schwanzwedeln ist eine Form von Freude. Aber es soll eigentlich mehr den Ausdruck von Verlegenheit darstellen. Ist das richtig? Schwierig zu sagen. Wenn die Hunde mit der Rute wedeln, oder ja? Feuerstein? Ja. Ist im Normalfall Ausdruck der Freude. Es kann aber auch Erregung sein. Das heißt, also ein Hund wird auch mit der Rute wedeln, kurz bevor er zubeißt. Ja. Zum Beispiel. Unsicherheit stellt sich wahrscheinlich eher im Gesamtbild dar. Man kann nie so ein einzelnes Verhaltenselement rausnehmen. Man muss immer den ganzen Hund angucken. Man muss also die Gesichtsausdruck, das Ohrenspiel, die Gesamthandlung, Haltung, ob der Hund steif da steht oder eher entspannt, ob die Rute hoch, tief gehalten wird. Ja, Also nur jetzt ein Symbol rauszunehmen, halte ich für gefährlich. Aha. Was ist denn so das größte Problem, mit dem Sie zu tun haben, bei gestörten Hund-Mensch-Beziehungen? Die häufigsten Probleme beim Hund werden durch Aggressionen hervorgerufen. Also ich sag mal, 60% der Hundebesitzer wenden sich an uns, weil die Hunde dominanzaggressiv sind. Das heißt, die Hunde versuchen, die Herrschaft zu übernehmen im Haushalt und die Besitzer müssen sich devot fügen und dem Hund gehorchen. Ah ja. Frau Dr. Mertens, hätten Sie Lust, eventuell später nochmal mitzureden oder haben Sie irgendwie... Ja, ich laufe Ihnen nicht weg. Das wäre schön. Machen wir ein bisschen in der Sendung vielleicht weitermachen. Kann irgendwann aufhört zu bellen. Ja. Nee, der ist natürlich sehr aufgeregt, weil er ahnt, dass wir über ihn reden, dass sie auch wie bei Kindern. Ahnen eigentlich Hunde, dass man über sie, also haben die einen sechsten Sinn oder sowas? Haben die einen sechsten Sinn oder wissen die, wenn wir über sie sprechen? Eigentlich beides, ne? Ja, das wissen sie. Also die Hunde merken das sofort, wenn wir über ihn sprechen, die können Stimmung wahrnehmen, Stimmungsübertragung. Ja. Und einen sechsten Sinn sagt man, ist schwer zu beweisen, aber es gibt natürlich alle möglichen Geschichten von Hunden, die dies und jenes vorher geahnt haben oder geholfen haben. Ob das immer so stimmt, wie es gesagt wird, ist schwierig zu beurteilen. Aha. Dann lassen Sie doch mal eine Runde reden. Also ich finde das wahnsinnig interessant und ganz toll. Ich will jetzt nur mal hier blinkt sehr viel. Ich glaube, ich muss mal ans Telefon, ne? Ja, gut. Ja, bis später, gell? Schönen Dank erstmal. Ich gehe mal hier auf, da blinkt es ganz wild, da war ich schon lange nicht mehr dran. Hallo? Hallochen, ist da jemand für mich? Ja, hallo? Hier ist der Herbert Feuerstein, wer ist dort? Ja, hier ist der Heiko. Heiko? Ja? Was kann ich für dich tun? Ja, das klingt so bedrohlich, Heiko. Was wie ist bitte? Das? Du klingst so ernst, so betrübt oder so. Nö.
Was kann ich für dich tun? Ja, mein Baby schreit und da wurde mir gesagt, bei dir gibt's auch einen Babytröstdienst. Ach so, dein Baby schreit. Ja. Fällt mir bis gerade ein von der... Mach mal das Telefon wirklich... Nee, ich muss wissen, ob das nicht irgendwie so ein Schwindel ist, ne? Nein, nein. Ja, es schreit wirklich, ja. Ja? Okay. Ja, ja. Was möchtest du? Also ich könnte anbieten, ein bisschen Flöte zu spielen oder ein bisschen zu singen? Ja, ein bisschen. Oder eine Geschichte zu erzählen? Flöte? Also du weißt die Nasenflöte, ich kann das nicht anders, ne? Ja. Ich versuch's mal, ne? Ich geh mal da rüber zu meinen Instrumenten. Jetzt schreit's aber nicht mehr. Jetzt bin ich ins Wohnzimmer ein bisschen weiter gegangen. Nein, nein, du musst ja zum Baby hin, das muss ja das hören. Okay. Ne? Ja? Also ich versuch's jetzt mal, ne? Siehst du, es ist still, es ist, schreit nicht mehr. Ja. Och, süßes Baby, heißt es denn? Lukas. Ach, bist du im Krankenhaus? Nein, zu Hause. Ah, das ist ein anderer Lukas jetzt, ne? Ja. Ach so, da hieß ja der Vater Lukas, ich bin auch ganz blöd, ne? Lukas, schlaf gut und wenn du wieder schreist, ne? Dann ruf nur an und dann singe ich vielleicht ein Liedchen oder spiele dir was am Klavier vor. Oder so irgendwas, ne? Tschüss, danke für den Anruf. Hallochen, wer seid ihr? Ja, das hier ist der Jan, das ist der Thomas und ich bin der Michael. Hallo Jan, hallo Thomas, hallo Michael. Wir haben so ein paar Sachen mitgebracht. Ja? Unter anderem ein Einrad, weil ein ganzes Fahrrad passt hier leider nicht in die Telefonzelle rein. Deshalb haben wir das andere Rad abgeschraubt. Ja. Unter anderem ein Regenschirm, wir wussten nicht, ob das Wetter gut wird. Mhm. In der Telefonzelle scheint es aber dicht zu sein, ist ganz in Ordnung. Und ein paar Bälle, weil ist ja sonst so langweilig, weil wir irgendwie mal ein bisschen spielen wollen. Ja, und im Endeffekt wollen wir machen, der Jan wird also den Regenschirm auf seinen Fingerspitzen balancieren, der Thomas wird Einrad fahren und ich versuche dabei noch mit den Bällen zu jonglieren. Ja, also muss ich aber jetzt mit dem Folieren aufhören, weil ich sonst die Bälle nicht jonglieren kann. Ist das okay? Ja, ich finde es großartig und wir sind alle sehr, sehr gespannt. Okay, ihr seid dran. Gut, wir sind dran. Okay. So. Das geht. So, das ist mal Platz. Ja. Das sieht schon mal gut aus. Das sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Was machst du da im Hintergrund da? Was ist mit den Händen? Ich jongliere. Also ich versuche zu jonglieren. Achso, da bin ich aber froh. Ja? Aha, wir haben jetzt dieses Überwachungsbild von oben, ja, das die Telekom normalerweise einbaut, um zu verhindern, dass solche Sachen auch tagsüber passieren. Ist das kaputt gegangen? Nein, mir ist nur der Ball runtergefallen. Ja? Was macht denn? Der Dritte macht überhaupt nichts, habe ich das der gesehen. Der hält den Regenschirm hoch. Also ich meine, der balanciert ihn. Wie man sieht. Ich sehe das gar nicht. Zeig mal, wie der balanciert, das möchte ich mal sehen. Also, ja, geh mal jetzt zur Seite. So, ja? Geh mal zur Seite, haha. Hör mal, und du musst höher jonglieren. Höher jonglieren? Ja, klar. Da muss ich aber niedriger fahren. Ja. Niedriger fahren. Du musst niedriger fahren. Klein. Ja. Aha. Oh, gut. So ungefähr. Ja. Also ich finde, das sieht toll aus. Ist auch sehr bequem. Ja. So ist das schön, ja. Großartig. Einfach von oben gucken. Ja. Dann kriege ich gleich einen Krampf. Das ist eigentlich einer der vielen Absichten, die wir hier haben. Ja. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für diese tolle Aktion. Und ich glaube, das ist wieder ein neues Kapitel zum Thema Jugend forscht, wurde damit geschrieben. Für die besorgten Eltern der drei Jungen würde ich sagen, es ist immer noch besser, als wenn sie im Rinnstein liegen. Kinder, ihr habt das gut gemacht und ich liebe euch dafür. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ihr seid sicher auf dem Weg nach oben. Wir kriegen jetzt zwei, das sehe ich jetzt von hier schon, wir kriegen jetzt zwei tolle Nummern relativ schnell hintereinander. Eine, achso, ich blödel, habe immer noch den Hörer von der Telefonzelle in der Hand. Anke. Ja? Ich mache jetzt was für dich. Bist du noch da? Ja. Und nicht irgendwie, hast du schon wieder umgezogen? Nein. Ah, das war das von vorhin. Ich habe eine andere Brille, deswegen. Was denkst du denn, wenn ich irgendwie so ins Schwärmen komme, über die Beatles rede oder so Geschichten? Na, ich weiß, deswegen können wir auch nie zusammen Musik hören. Jedes Mal, wenn du deine Platten auspackst, schlafe ich ein. Du magst sie nicht. Nein. Aha. Also Beatles finde ich in Ordnung, aber deine anderen Sachen, was du für Rock'n'Roll hältst und so, das ist alles... Aha. Das ist jetzt auch nicht so nett. Ich wollte eine ganz zärtliche Überleitung machen, weil ich dir eigentlich ein kleines Geschenk, ein kleines Ständchen bieten möchte. Wie alt bist du eigentlich?
31. Siehst du, und das, was ich dir jetzt biete, ist 33 Jahre alt. Es gibt nämlich einen ganz alten Beatles-Song, der heißt She Loves You, und der hat so ein bisschen für mich so einen Wunsch-Fantasie-Charakter, wenn ich an dich denke. Ich weiß, es wird nie der Fall sein, und ich weiß, ich kann da hunderte Jahre drauf warten. Es gibt auch eine deutsche Version, und es gibt eine fantastische Gruppe, die das neuerdings immer singt, mit sehr, sehr viel Erfolg. Das sind die Worlds Apart, ne? Und ich dachte mir, was hältst du davon, wenn die über dir, einfach zwei Stockwerke über dir, dieses Lied singen? Was hältst du davon? Ja, ja. Wenn ihr Lust habt, dann singt für Anke, sie ist da unten. She loves you. Anke, Worlds Apart auf deinem Dach. Unglaublich. Sie haben dir in der Zwischenzeit lauter Autogrammkarten untergeschrieben. Die sind irgendwie... Es ist auch eine gelandet hier. Ja. Und na, das ist ja nicht, sind, ist ja nicht ganz leicht. Sind ja noch ein Junge rum, der hat die alle geschnappt. Ja. Hallo, du. Du Junge, du. Der du alle Autogrammkarten geschnappt hast. Eine ist für Anke wenigstens. Ich habe aber eine gefangen. Ah, du hast eine gefangen? Ich habe eine. Ach so. Zauberhaft. Ach so, ach so, ach so. Zauberhaft sind die. Billy war auch völlig interessiert. Ja, toll, ne? Danke. Tschüss. Bis dann, ne? Wie, die hauen jetzt ab? Ja, natürlich hauen die jetzt ab. Oder würdest du irgendwie, sollten die noch runter zu dir kommen? Ich bin für dich da, Anke. Vergiss das bitte nicht, ne? Ach ja, ich muss jetzt mal mit Frau Rom reden, glaube ich. Die ist schon so lange dran. Und dann muss ich noch mal mich um Billy kümmern, denn der ist auch schon so lange dran. Ich glaube, der muss auch irgendwie bald mal runter. Ich habe hier die Hausaufgaben, jetzt habe ich hier die Nummer. Und 4, 2, 8. Frau Rom, das war die, mit der ich ganz am Anfang. Hallochen, Frau Rom, da sind Sie wieder, ne? Jawohl, Herbert da Feuerstein. Bin ich wieder. Haben Sie zugehört? Ja, ich habe zugehört. Haben Sie es über den Platz drüber gehört oder haben Sie es nur aus dem Fernseher raus mitgekriegt? Ich habe aus dem Fernseher raus mitgekriegt, denn ich kann Ihre Seite gar nicht gucken. Das ist richtig, das würde hier um die Ecke sein, ne? Seite, ja. Ich wink jetzt mal rüber. Sie sind ja sicher wieder am Fenster, ne? Ja, ich
Nee, ich kann Sie noch nicht sehen. Doch, jetzt sehe ich ja. Sehen Sie mich? Ich sehe ja. Würden Sie mal winken? Das ist ja bloß dieser schreckliche Scheinwerfer, der ist so stark. Ja, ja, ne, der knallt einem da voll ins Gesicht rein. Ne? Wie geht's denn so? Wie hat denn ein bisschen, frage ich lieber nicht, wie es Ihnen gefallen hat. Stehen Sie auch so auf Worlds Apart? Wir haben hier ganz, ganz viele junge Mädchen. Das ist ja sehr schön gewesen. Vor allen Dingen, Ihre Hund gefällt mir sehr gut. Ehrlich? Ja, ja. Das liebe Hunde. Er ist ein ganz, ganz süßer. Ja, ne? Sehe ich gerade. Also ist ganz lieb. Es wird jetzt relativ bald Zeit sein, Gassi zu gehen. Ja. Und dann haben Sie noch mal ein bisschen Chance im... Haben Sie auch einen Hund da drüben? Oder ist Nein, leider nicht. Ich wohne auf der dritten Etage und ich bin herzkrank. Und das sind die Treppe zu viel für mich. Oh, also aber ich habe einen Vogel. Ja. Das heißt, ich habe zwei. Eine kann man den sehen, weil sie sitzt im Käfig. Ja. Und eine kann man den merken. Kann man denn den Käfig nicht zeigen, mal am Fenster? Der ist in der Küche, der steht. Ach so, das wäre nicht so gut, ne? Das verstehe ich. Das ist ein Vogel, der mir zugeflogen ist. Aber was ich gehört habe von Ihnen ist, Sie haben hier mit der Nachbarschaft doch eine ziemliche Verbindung und haben sowas wie eine Telefonkette für mit anderen Leuten, stimmt das? Ja, also ich kenne sehr viele Leute und ich wohne zwar nicht sehr lang, also 10, 12 Jahre hier in der Gegend. Ja. Früher habe ich in Braunfels gewohnt, aber ich bin sehr kommunikativ, ja. Aha. Deswegen mache ich auch die ganzen Leute. Es ist ein schönes Viertel hier, ne? Es ist ein schönes Viertel, ja. Ja. Also das ist ja ein bisschen von alles. Da sind Reiche, Arme, Ausländer, also alles zusammen. Ich ist mir auch, ja. Es ist also weder Schickimicki noch irgendwie eine wilde Gegend. Wie lange wohnen Sie denn schon da? Ich wohne seit 1985. Aha. Das ist doch ein Weilchen. Ja. So ganz im Fernen höre ich die Kreisch- und Jubellaute branden. Ich glaube, irgendwie werden die Boys von World Apart in Sicherheitsautos gebracht und weggefahren. Ne? Ja. Ich würde sagen, bedanke mich mal für das nette Gespräch. Haben Sie das Gefühl, dass wir zu laut sind? Ich habe immer so ein bisschen Bedenken, ne, wenn man hier rumsteht. Also so eigentlich nicht. Nicht, ne? Also die Severinstraße ist überhaupt immer sehr laut, ja. Ja. Und da gewöhnt man sich dran. Ja, ja, ja. Die Leute sind ja auch sehr, sehr, sehr tolerant hier. Ich gehe jetzt mal rein, weil ich nochmal eine Bildtelefonleitung haben möchte. Recht schönen Dank, ne? Und wir sprechen ja sicher nochmal. Ach so, was ich Sie fragen wollte. Sind Sie Frühaufsteherin oder sowas? Bitte? Möchten Sie gerne geweckt werden von mir? Ja, also wenn Sie wollen. Naja, ich gerne, dazu bin ich da. Ja. Wann hätten Sie denn Lust aufzustehen morgen früh? So gegen 7. Rum. Also um Punkt 7 ist der, geht nicht ganz, da ist schon der Dr. Thoma von RTL dran, den muss ich dann wecken. Ja. Willen, nee, da, ich schlafe nicht mit ihm. Das können Sie beide zusammen haben Sie jetzt gesagt, ja. Unmöglich. Ich schreibe mir mal 7.10 Uhr auf. Ja, ja. Ne? Kommt der Weckruf, also wir versäumen den Tag nicht und das machen wir auf alle Fälle. Danke, bis dann. Ne? Tschüsschen. Tschüsschen. Jetzt würde ich gerne einen ganz wichtigen Anruf machen und der muss jetzt gelingen auf Anhieb. Da drücke ich hier. Auf Menü, dann drücke ich hier und dann ist das die Ziffer 3 und dann hebe ich hier ab, wie das der Gerrit gesagt hat alles und dann drücke ich auf laut. War das okay so? Den Zwitschern kannte ich nicht, die Stimme kenne ich. Das war fantastisch. Was war das eigentlich? Ich habe für dich gezwitschert, Herbert. Hallo, Thomas Gottschalk. Natürlich. Ich habe gedacht, ich bin der Stargast bei dir. Ja, wir sind irgendwie, was ich auch gar nicht verstehe, so ein bisschen mit der Zeit durcheinander geraten. Wir haben auch schon mal bei dir reingeguckt, da warst du aber nicht zurück. Ne? Wie waren die Sendungen? Du, entweder du hattest keine Zuschauer oder ich hatte keine. Es kann nur einen geben. Ja, und das war der Tatort, glaube ich. Ne? Ich glaube, das war der Tatort. Ich habe den eigentlich gar nichts erzählen. Ich habe den Glatzeder kennengelernt letzte Woche auf der IFA und habe mit dem gemeinsam Karateschläge durchgeführt und der konnte tatsächlich so Bretter durchschlagen. Kannst du das fassen? Nee, also ich bin ein ganz anderer Typ. Ich bin mehr der Zwitscherer. Und ich sage dir, du kannst mehr Frauen mit Zwitschern überzeugen als mit Brettern durchschlagen. Ja, ja, ich weiß das. Das der wunderbare, ja, ich sage jetzt diese Wörter alle über die Vögel und so weiter auch nicht. Ja, ich weiß, du hast das auch gezögert an der Stelle. Ich habe das genau gehört. Ne? Das haltet uns eben von anderen. Ja, genau. Ne? Wir sind da nicht zotig und ganz ruhig. Ne?
Du siehst mich, sehen deine Zuschauer mich auch? Ich sehe dich auf diesem kleinen Telefondings da, diesem kleinen Telefonbild. Ja, ja, klar. Denn die Zuschauer sehen dich ja auch und das ist ein Wunder. Wir sind beide wie so in. Hast du einen Fernseher da irgendwo? Nee, nee. Ich hab Ach so. Das würde ich ja Fernsehen gucken. Das sieht toll aus. Das sieht wie das aus. Kein Telefonfernseher, sondern ein Bildtelefon. Ja, was machst du eigentlich jetzt? Ich telefoniere mit dir. Weißt du, die Übertragungsrate von Bildern ist ja sehr, sehr gering und deswegen. Sieht interessant aus. Also wir sind jetzt zu sehen, wie so in wichtigen Nachrichtensendungen von CNN, ne, wo sich... kannst du nochmal das Nasenloch ganz ranhalten? Das sieht ganz interessant aus. Guck mal, jetzt sieht aus wie IT irgendwie, oder? Ja. Heim telefonieren. Ja. Telefonieren. Ich bin immer noch ich. Also Herr, ich glaube, wir vertrödeln uns. Ob das noch ein Zuschauer telefoniert, ich glaube, da ist der Vogeltyp noch besser. Nein, nein, überhaupt nicht. Das Wunderbare ist ja, wir haben 12 Stunden Zeit. Mehr auf einfach auf Atem angelegt. Ja, nein, wir können stundenlang weiterreden und irgendwann. Unter sich. Aber trotzdem, ich danke dir ganz lieb, dass du die Zeit gehabt hast. So nach einer Sendung ist es immer ein bisschen stressig und alles Liebe und bis zum nächsten Mal, ne? Danke, Herbert. Gell? Also. Grüß Anke. Ich gehe jetzt raus und sage das und das. Die wird sich freuen bis ihr Lebensende. Tschüss, Thomas. Okay, tschüss. Ja. Tschüss. Er hat mich geküsst. Ich rufe jetzt mal rüber an unsere Wissenschaftler. Und ich glaube, es geht um den Sternenhimmel. Mhm. Darf ich vorher noch mal zwitschern für dich? Bitte sei so lieb. Bitte, ja. Es kommt mal jetzt was anderes, wenn es recht ist. Damit stürze ich hier immer Leute in Verwirrung. Aber für dich, weißt du, ist ein bisschen Verwirrung schon okay. Ich ziehe jetzt hier an diesem Bein. Ist das nicht, ist das nicht, ist das? Ich meine das auch, ne? Ja. Weißt du, Jean, es tut mir leid, dass wir euch so lange haben warten lassen. Das Problem ist halt immer das, wir haben uns so viel vorgenommen. Und dann klappt ausnahmsweise was und dann bleibt man wieder dran hängen und so. Ich hoffe, euch ist nicht langweilig. Kommen viele Faxe rein? Nee, wir amüsieren uns sehr schön hier. Und über was? Kommen hier eine ganze Menge rein. Ja, über was amüsiert ihr euch immer? Ihr guckt ja einen anderen Sender, ja, oder was? Also beispielsweise über diese Aufgaben, die die Schüler immer hier lösen müssen. Diese Lehrer, die solche Aufgaben, beispielsweise Mathematikaufgaben, ja, kommen hier rein. Ich habe hier welche, vielleicht ja. hast du die gleichen, die würde mich schon sehr interessieren. Ich habe hier eine, das fängt schon mal sehr gut an, da mit so einer Grafik. Pi ist ja gleich der schraffierten Fläche, hast du die zufällig auch? Ja, die haben wir hier, die haben ja. wir hier. Aber wer kommt jetzt ans Fenster? Ja, dann lassen wir doch mal einen Mathematiker hier hin oh, ans bitte. Fenster holen. Ja. Ja. Und zwar ist das der Herr Tuchscherer. Herr Tuchscherer. Hallo, Herbert. Ich freue mich sehr, Herr Tuchscherer, dass Sie gekommen sind. Sie sind Oberstudienrat, glaube ich, ne? Ja, danke schön. Ja, ich muss schon den richten. Also, haben Sie befördert? Nö, das ist schon lange her. Also, was zeigt das hier? Ist das was Unanständiges oder ein Maulwurfshügel? Da steht drunter, also Pi ist ja gleich der schraffierten Fläche ja, unter der... Ja, das sind so die Maulwurfshügel, mit denen sich die Schüler der Oberstufe beschäftigen müssen. Ja, gibt es da eine klare Lösung? Können wir ihm das schnell sagen? Die ohne... klare Lösung ist da, ja, die heißt Pi. Die steht aber schon drauf. Die steht schon drauf. Die Schüler heutzutage kriegen die Lösung ja, ja. gleich mitgeliefert. Ja, und was fragt ihr dann so dämlich? Das war ein Abendrealschüler aus Wermelskirchen. Ja, der junge Mann, der soll eben zeigen, dass die Fläche unter der Kurve hier ja? Der Zahl Pi entspricht. Aha. Also und das geht also ganz einfach. Er muss nur nachgucken in irgendwelcher Literatur, wie ja. denn die Stammfunktion zu 1 plus x Quadrat aussieht. Pass auf, okay. und wir so zeigen weiter. Das mal in die. Das ist schlecht. Nee, das klingt ja schon sehr gut. So ne? Und wenn er die gefunden hat, ja. dann wird er auch weiter können. Ja, also war ne? mir immer schon klar, dass es eigentlich die Fläche unter der Kurve macht und ja. nicht umgekehrt. Es ist leider nur eine Kurve. Hier ist ein Florian Utke, glaube ich. Habt ihr das auch? Mein Problem ist folgendes: F, Klammer x. Moment. Kommt gleich. Ja, also das war die Aufgabe F, Klammer x ist gleich Klammer x minus 2 hoch 3 geteilt durch Klammer x plus k hoch 2. Und der braucht die ersten drei Ableitungen. Das ist auch eine sehr schöne Aufgabe. Ja? Ja, die kann man auch lösen. Ja, lösen? Ja, oh, doch. Halt, ist das? Ah, nee, halt, Entschuldigung, ja, ich bin nicht falsch geworden, ich habe die Uhr gehört. Das ist eine ganz schwierige. Ah, ja.
Das ist eine nette Aufgabe. Die Wurzel aus 3p mal Wurzel aus 6pq mal Wurzel aus 8r gleich. Das Ergebnis ist ganz einfach 12pi mal Wurzel aus q mal r. Kann man einfach alle unter die Wurzel setzen. Alles die kann man alle unter die Wurzel setzen. Wiederhol das nochmal für Florian. Für Florian, also er muss alles unter eine Wurzel schreiben. Ja. Und dann wird er sehen, dass er aus einigen diesen Zahlen die Wurzel ziehen kann. Ja. Und das Ergebnis ist dann 12pi mal Wurzel aus q mal r. Ich finde das großartig, ne? Ja, wie wir Lehrer das können, ne? Ja. Klingelt bei euch das Telefon oder klingt das bei mir? Ja, das klingelt bei mir. Ach so, dann lassen wir das erstmal so und ich gehe jetzt mal auf die andere Seite und gucke, wir waren lange nicht mehr in der Telefonzelle, da muss man schon mal gucken, ob sich da wieder mal was tut. Der Hörer ist ausgehängt. Ich geh mal ran. Hallöchen. Hallo, ihr Feuerstein! Wir freuen uns auf Billy Boy und wir singen Ihnen ein Liedchen! Jawohl! Ich finde das toll, meine Damen und Herren, die unsterblichen, einmaligen, unvergesslichen Jakobs ist das hier in meiner Telefonzelle, in meinem Platz. Süß, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Es war Zeit! Und wir haben, weißt du was? Wir haben von Billy Boy ein Quietschi auch noch mitgebracht. Ihr habt für Quietschi auch ein Geschenk? Nein, für Billy habt ihr ein Quietschi mitgebracht. Ne? Das ist eine Sprache, wo ich ein bisschen schwieriger habe zu folgen. Finde ich toll. Billy kommt übrigens jetzt schon, geht auf euch zu. Ne? Na das, und raus mit euch. Na dann lass uns überraschen. Ich würde sagen, sing den, sing für ihn. Also tschüss. So kommst du raus. So. Hi, Billy Boy. Der hat meine Hund ist weg. Wir haben einen süßen kleinen Pudel. Alle, die ihn sehen, sagen nein, ist er schön. Mein Pudel ist eine ganz verrückte Nudel. Die Leute bleiben stehen, wenn wir aufs Gästchen gehen. An jedem Baum, vor jedem Mann, da macht er wow, wow. Doch fängt er gleich zu knurren an, sieht er mal eine Frau. Die jagt er um den Häuserblock und beißt sie in den Minirock. Das ist vielleicht eine Schau. Wow, wow, wow. Komm, Billy Boy, komm. Boy, komm. Hat er sein Beinchen gehoben? Da. Komm mal her. Oh, der. Susi, komm. Also, mal lieber her, Bob. Du siehst, dein Billy Boy hat seine Tat vollbracht. Komm, großartig. Und ein Quietschi kriegt er auch mit. Für alle die, die das den historischen Hallo, Augenblick nicht gesehen haben, der Billy Hallo, hat so das Bein gehoben, er hat das Erwartete getan. Okay. Die Jungs das haben auch so toll gesungen. Wer hätte da nicht das Bein gehoben? Ich glaube, es ist eigentlich ein Fall für Frau Dr. Martens. Ich muss sie dann nachher unbedingt nochmal anrufen. Ne? Aber jetzt wollte ich mich in der Nachbarschaft ein bisschen umsehen. Ich gehe mal auf diese Seite rum. Küsschen, ne? Danke! Im Augenblick, da tobt der Applaus unten im Garten. Ja. Danke! War schön! Ja, die hören mich eh nicht mehr, aber ich habe jedenfalls Danke gesagt. Ne? Und es war wirklich schön. Es war wirklich schön. Jetzt rufe ich mal einen jemanden an und ich hoffe, dass der noch da ist, weil der wollte eigentlich um die Zeit entweder schon im Bett sein oder hat noch was anderes vor. Das ist die 3-2 und diesen da. Hallo? Hallo? Spreche ich mit meinem Nachbarn, Herrn Kanal? Ja, so ist es. Ich komme jetzt gerade auf meinen Balkon. Sie kommen schon freiwillig. Sie haben wahrscheinlich schon die Sendung geguckt, ne? Und wissen, wie es läuft. Wer lieb? Sehen Sie mich gerade. Wo sind Sie denn? Da sind Sie, ne? Hallo, ach so nahe sind Sie. Ich dachte, Sie wohnen da ganz hinten. Nein, nein, ich bin hier vorne. Ja, wie schön. Sie sind, glaube ich, angehender Jurist oder schon Jurist oder sowas? Ich mache gerade mein zweites Examen. Das bedeutet, dass die Befähigung zum Richteramt. Das heißt, wenn Sie das Examen haben, dann würden Sie schon als Richter arbeiten können? Nein, ne? Dann habe ich die Befähigung zum Richteramt. Dann muss ich mich für einen Beruf entscheiden. Richter, Anwalt oder Staatsanwalt. Das hängt natürlich auch von der Note ab, muss man dazu sagen. Ja. Aha. Jetzt sind wir natürlich schon in einer Zeit, wo wir ein bisschen Probleme kriegen könnten mit dem Thema nächtliche Ruhestörung, sage ich mal. Ne? Mhm. Bevor ich Sie als Jurist frage, will ich einmal genau festhalten, welche Zeit wir wirklich haben, damit das auch juristisch einwandfrei dokumentiert ist. Nein, das dürfen nicht Sie sagen, das sagen Hauser und Kienzle. Beim nächsten Ton ist es 23 Uhr 15 Minuten und 10 Sekunden. Piep.
Aha. Also, jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen werden, das ist alles ein Schwindel. Ne? Der Kinzler, Hauser und so, die sind nicht echt und das ist alles. Deswegen frage jetzt einfach mal nach. Kinzler und Hauser, bitte sagt mir jetzt die Zeit an. Wieso schon wieder? Wir waren doch eben dran. Na und? Die Zeit läuft weiter, also sag schon. Ja, sag. Beim nächsten Ton ist es 23 Uhr. 15 Minuten. Und 35 Sekunden. Sowas Blödes. Piep. Das ist der Beweis. Hauser und Kinzler sind absolut echt. Haben Sie es zufällig gesehen? Nee, Sie sind jetzt ein bisschen weit weg vom Bildschirm, ne? Ich liebe die über alles, ne? Gucken Sie mal deren Sendungen an. Haben auch ein tolles Buch geschrieben, Hauser Kinzler. Nein, habe ich also bis jetzt weiß ich nichts davon. Kommen Sie einfach ein bisschen vor. Sind Sie kein Fernseher? Nicht besonders. Aha. Haben Sie jetzt schon ein bisschen reingeguckt oder haben Sie... Jetzt habe ich ein bisschen reingeschaut, ja. Was ist denn das Thema der Arbeit, an der Sie gerade dran sind? Eine Arbeit schreibe ich zurzeit nicht eigentlich. Ach so, ich dachte, wenn man sich so vorbereitet, muss man irgendwas abliefern. Das macht man im ersten Examen. Ja. Aber mein Freund gerade, der bereitet sich auf das erste Examen vor, ja? In meiner Wohnung. Ja. Der schreibt über die Grundrechte und zwar über die Gewissens- und die Glaubensfreiheit. Ja. Aha. Jetzt habe ich, bevor wir auf dieses wahnsinnig schwierige Thema eingehen, natürlich nochmal den Anschluss zu vorhin verloren. Ich fragte Sie ja, 23 Uhr, was wir da machen, ist das schon so an der Grenze des Erlaubten oder eigentlich schon drüber hinaus? Also ich denke mal, wenn man das einmal im Jahr macht, dann dürfte das noch im Erlaubten sein. Ja, wenn Sie sagen, ich denke, würde das bedeuten, wenn Sie jetzt Richter wären und wir werden jetzt angeklagt wegen nächtlicher Ruhestörung, würden wir da frei davon kommen? Dann würde ich Sie freisprechen, genau. Würden Sie das, ja? Haben Sie so ein moralisches Konzept, ist ein bisschen hochgegriffen, aber warum wird man eigentlich Richter? Also ich kann eigentlich auch aus meiner Perspektive antworten. Ich möchte Strafverteidiger werden nach meinem Abschluss. Ja. Und dann fragen mich viele Menschen, wie kannst du das denn damit mit deinem Gewissen vereinbaren, wenn du so, sagen wir mal, Menschen verteidigen musst, die irgendwelche Kleinkinder vergewaltigt haben? Und das ist natürlich auch so eine Frage, da antworte ich immer darauf. Die deutsche Verfassung gibt das Recht oder sieht vor, dass eben jeder eine Chance vor Gericht bekommt. Und da gibt es halt bestimmte Prozeduren, die eingehalten werden müssen. Ich halte das auch vollkommen richtig, weil eben jeder Mensch auch die Freiheit haben muss, sich vernünftig verteidigen zu können. Und ich sehe das auch aus dieser Perspektive, dass ich dann dieses Grundrecht wahrnehme für denjenigen. Es ist ja noch mehr als das Recht auf Verteidigung. Es ist ja erstmal das Prinzip der Unschuldsvermutung. Natürlich, klar. Und da hat auch, ich glaube, es gibt kein Verbrechen, das schlimm genug ist, dass man nicht zunächst mal die verfassungsrechtlichen Grundlagen anwendet. Also, wir wollen jetzt nicht in eine juristische Diskussion geraten, aber ich bin da schon auch sehr auf der liberalen Seite. Ich finde, ein Verteidiger, das ist Teil des Rechtsstaates, gehört jedem, egal wie fürchterlich es ist, denn erstmal bis zur Verurteilung ist er unschuldig. Ne? Na ja, gut, sicher, aber das sieht eben nicht jeder so, wie Sie das sehen. Ja, aber damit muss man leben. Richtig. Ne? Ich würde aber jetzt ganz gerne, ganz schönen Dank, ne? Und ich würde sagen, toi, toi, toi für das Examen. Und nochmal schön, dass es so angenehme Nachbarn gibt. Es klingelt jetzt, ne? Thomas? Nein? Das bist du. Hör mal, schön, dass du da bist. Ich habe bis zum letzten Augenblick irgendwie doch gezweifelt, ne? Hör mal, du hast doch gesagt, du rufst mich zwischen 10 und 10:30 an. Da wusste ich, dass ich um 11:30 dran bin. Nein, ich habe nicht daran gezweifelt, dass du dran bist. Ich weiß, du bist verlässlich und umsichtig und man kann sich da wirklich auch verlassen. Nein, ich habe gezweifelt, dass wir überhaupt bis 11:30 kommen mit der Sendung. Wieso? Es läuft doch fantastisch. Es läuft so unglaublich. Also Hör mal, dieses Lachen, bitte, das tut mir weh. Das kannst du mir ersparen. Ich schaue jetzt hier gespannt auf das Bildtelefon, merke ich gerade, und sehe natürlich da nichts drin. Ne? Nee, weil ich habe ja kein Tier, deswegen kannst du auch nichts. Ich weiß, deswegen sehe ich auch gar nichts. Ja. Ne? Ich kann ja beim Telefonieren ein bisschen rumgehen, wenn ich darf. Ne? Ja, gern. Wie geht's dir so? Großartig, ich habe die Sendung ja von Anfang an gesehen. Ehrlich? Ja, bist du die ganze Zeit dran geblieben? Ich bin die ganze Zeit dran geblieben. Darf ich dir was sagen? Das fällt mir auf. Du hast also jetzt sozusagen schon so eine Art Viva-Sprache aufgenommen. Du hast heute am mindestens 5-mal gesagt, ich liebe euch. Erst hast du Otti Fischer gesagt, ich liebe ihn, den du natürlich nicht erreicht hast mit Bildtelefon. Dann hast du den Jakobsisters gesagt, ich liebe dich. Ja gut, also die Jakobsisters, die liebt jeder. Den Rechtsanwalt, der Kinder Sex Triebtäterverteidigung, wie gesagt, ich liebe dich. Also so kenne ich dich nicht. Das ist eine völlig neue Note, die dir aber sehr, sehr gut zu dir passt. Das macht dich irgendwo sexy. Darf ich das sagen?
Wir kennen uns lang genug. Wenn du sagst, ich liebe dich. Und ich habe noch was wahnsinnig Interessantes gelernt. Billy, dein Hund, ja? Ja, ja. Wenn es ihm langweilig wird, bellt er? Ja, er will... Ich hab dich teilweise jetzt vor Bellen nicht verstanden, während einzelner Phasen in der Sendung. Naja, weißt du, ich bin sehr, sehr glücklich, dass es manchmal auch einen Grund gibt, dass man mich nicht versteht. Normalerweise braucht niemand zu bellen, man versteht mich auch nicht. Das weißt du genau. Es ist so, dass ihm manchmal langweilig wird. Ja. Hast du jetzt gelacht? Nee, würdest du mir einen Gefallen tun? Ja. Geh mal einmal für mich zum Tisch und sag, kurzen Schluck Tee, weil das ist meine Lieblingsgeste von dir heute Abend. Gerne ein Tischchen, ja, da steht, ja, ein klar, Tässchen. Klar. Ja, steht ein Tässchen. Schön langsam, nicht, ja, hektisch. Ich gehe jetzt da rüber da zu dem und Tischchen. Und du siehst so geil aus, weißt du, diese Sender über deinem, du hast ein ähnliches Gesäß wie Michael Douglas in Basic Instinct, darf ich das sagen? Du, ich bin sehr froh, dass du nicht gesagt hast, ich habe eine ähnliche Unterwäsche wie Sharon Stone. Ne? Ich gehe aber jetzt trotzdem hier an die Tasse, ja. Und sag aber, dass du Tee trinkst. Zwischendurch braucht man mal einen Schluck Tee. Genau. Und nochmal absetzen die Tasse und noch kurz was sagen. Ohne Tee könnte ich so eine Nacht nicht überstehen. Hör mal, wieso mache ich eigentlich alles, was du mir sagst? Nein, das war ja nur ein Gefallen. Ach so, ja. Es klopft hier an der Tür. Mach mal kurz die Tür auf. Das ist, glaube ich, Billy. Das ist keine... Hallo, Billy. Hallo, da bist Billy. Du ja endlich wieder. Hallo, Billy. Magst du mit dem Harald Schmidt reden? Komm, sag mal was hier. Billy, sag mal was, Billy. Geh mal aufs Bett hoch. Komm, Billy. Geh mal aufs Bett. Wo ist die Haia, Billy? Ich mache jetzt hier... ich wo jetzt ist hier die Haia, Billy? Wo ist die Haia? Du Feuerstein. Weißt du, was mir so gefällt, ist, dass du die Hunde so liebst. Isst du denn noch was? Ich habe noch ein Leberknödelsüppchen, weil in Bayern sind ja die Staffordshire-Terrier verboten. Und ich dachte, vielleicht wird das wieder erlaubt, wenn ich jetzt eine bayerische Leberknödelsuppe, ja, esse. Ich habe auch noch ganz viele Sachen. Ich stelle jetzt mein Bild wieder weg hier, ja, weil irgendwie auch die schönsten. Der Hund geht aufs Bett, Feuerstein, hinter dir. Du hast ihn verboten. Sag mal, kannst du denn, aber richtig wohl. Ja, also im Prinzip. Du hast ihn verboten. Nein! Nein! Billy! Schön, heia, heia. Na, schade. So süß. Und nicht, dass du hinter mir, nicht, dass du mir hinter mir wieder raufgehst. Du kannst ja, warte mal, einen kleinen Augenblick, das ist eine Sache zwischen mir und mir. Gehen schön ins Körbchen, fein ins Körbchen, fein ins Körbchen, weil sonst ruft der Harald Schmidt an und sagt, du darfst nicht mal das mehr, weißt du? Weil ich dafür auch fast nichts. Und ich muss jetzt hier diesen Ding wieder abnehmen, da diesen... Diesen Ding, Blinker. Ja. Diesen Blinker, ja. Der hat aber unten geblinkt, ne? Er hat unten geblinkt, das ist ganz wichtig. Tschüss, Schmidt. Tschüss, Feuerstein. Und bis dann, ne? Ja, du, total. Ja, tschüsschen. Beim nächsten Ton ist es... Ziemlich bald Mitternacht. Wir wissen es nicht so genau. Wir waren nämlich gerade kurz draußen. Piep. Bist du überhaupt noch da, Anke? Ja. Weißt du, dass wir 4 Stunden geschafft haben, dass es Mitternacht ist? Ich weiß. Und dass das eigentlich der Moment ist, wo wir unser Team wechseln müssen. Ja, es ist ja aus nicht nur aus arbeitsrechtlichen Gründen, sondern einfach grundsätzlich aus gesundheitlichen und moralischen Gründen nicht zu verantworten, dass die Leute 20 Stunden hier Dienst machen. Die sind ja schon seit nachmittags da. Und jetzt kommt ein neues Team, das alte geht weg. Und ich gucke jetzt mal, ob man das auch sehen kann, ne? Wo sind denn die Neuen? Sie kommen. Ja. Meine Damen und Herren, das ist der WDR. Mein Team. Mein neues Team. Ich finde es großartig, meine Damen. Es ist ein bewegender, ein wirklich eigentlich erschütternder Augenblick. Alles, was der WDR zu bieten hat, ist hier anmarschiert. Pferde, Autos, Kolonnen, Soldaten. Auf der einen Seite das neue Team, auf der anderen das alte Team. Achtung! Wir sprechen jetzt, ich muss ein bisschen schreien, weil die mich sonst nicht hören. Wir sprechen jetzt den WDR-Eid.
Ich gelobe, nur den WDR zu hören und zu sehen, so wahr mir der Intendant helfe. Ich schwöre! Jetzt kommt der Augenblick, wo die Kamera übergeben wird. Stark, mutig, jung und dynamisch. Das neue Team. Es kommt zu mir. Das alte, müde, kaputt und ausgelaugt. Oh, jetzt habe ich die Seiten verwechselt. Nee, doch. Das neue Team, jung und dynamisch. Es kommt auf mich zu. Es ist da. Die Kamera ist übergeben. Ein neuer Tag ist eingeleitet. Das sind Augenblicke. Billy? Da muss man nachdenken. Chopin. Mein Hund, mein Süßer. Gut, dass du es gemacht. Brauch jetzt mal eine Minute für mich. Ja, hast du noch einen Knochen? Wenn du willst. Keine Lust mehr. Er käme mir aus dem Herzen. Ein Knochen für dich. Ja, ich glaube, irgendwann muss man weitermachen, ne? Nee, jetzt, aber jetzt sehen wir uns. Hör mal, du bist in der Badewanne, ja. Ne? Genau. Ich stelle hier wie... ein bisschen gemütlich gemacht. Ja, ich zeig dir auch gleich meine Beine. Ich stelle hier wie verrückt das Bild heller. Ja, ich kann lauter sprechen. Du bist in einer Badewanne bei dir zu Hause? Ja, ich habe es mir hier kuschelig gemacht. Ich habe auch eine Menge Sachen in meinem Badewasser. Zum Beispiel habe ich hier eine Tüte Chips. Ich weiß nicht, magst du Chips? Nicht unbedingt, wenn sie jetzt aus der Wanne kommen. Nee, aber die sind ja trocken. Ich meine, guck mal, die sind wirklich Vakuum verpackt. Aber ich habe natürlich auch noch mehr andere Dinge in meiner Badewanne. Soll ich mal suchen? Zeig mir doch alle Dinge, die du jetzt in deiner Badewanne so hast. Siehst du mich jetzt besser? Ja, ja. Ja, ja. Ich meine, der Playboy wird eine Menge Geld dafür zahlen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht so weit... Ach so, ja. Ist es eine... Ich hier noch was in meiner Badewanne. Siehst du das? Das ist ein Messer. Und das scheint mir so messerscharf zu sein, wie alles, was ich sehe. Kannst du das Bildtelefon ein bisschen tiefer rücken, weil wir sehr, sehr viel sehen, was über dir ist? Und, Telefon ein bisschen niedriger rücken. Na, weißt du, so kippen. Ich zeig's dir mal vor. Also, wenn das so ist, müsstest du das jetzt zu hoch. Nein, umgekehrt. So runter. Umgekehrt, ja, bei mir geht das alles per Finger. Wieso geht das per Finger? Was hast du da? Ja, ich habe hier ein ganz modernes Gerät. Guck mal, ich zeig's dir nochmal. Hast du gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Das ist so schnell für dich. Hör mal, die Wahrheit ist, dass da jemand steht, der das Bildtelefon hält. Feierstein, du kannst mir da völlig vertrauen. Hier ist niemand, außer Ich habe hier noch ein Quietscheentchen. Ja. Oh, es quietscht auch nicht mehr, es ist auch so müde geworden. Süß. Das ist mein Problem mit Frauen. Sie fordern mich heraus und letzten Endes lassen sie mich dann doch alle im Stich, ne? Ja, ich weiß auch nicht so. Ich meine, wenn wir alleine wären, würde ich dir vielleicht ein Beinchen zeigen, aber so. Okay, Verona, ich bin auf dem Weg. Bis dahin würde ich sagen, sauber bleiben. Sauber bleiben? Ich bin müde. Irgendwas stimmt hier auch nicht. Soll ich dich irgendwie wecken morgen früh? Bitte? Soll ich dich wecken morgen früh?
Ja, eigentlich so, wie wir schon seit Jahren machen. Weißt du doch, wann ich gern geweckt werden möchte. Okay. Das ist unser süßes kleines Geheimnis. Und ich würde sagen, bis bald und mach's gut und ertrink mir nicht, ne? Nein. Ja? Tschüsschen. Mua. Krämer. Herr Krämer, schönen guten Tag. Das ist der Herbert Feuerstein. Hallo, Herr Krämer, Feuerstein. Sie sind der Vorstand der Kirchengemeinde von St. Severin? Naja, das Wort ist nicht ganz richtig. Also, aha, ich bin der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates. Und wir telefonieren so nett, aber in Wirklichkeit sind Sie ja oben in der Kirche, ne? Ja, Ihre Redakteurin meinte, es wäre lustig, wenn ich hier oben auf Sie warte. Dann passiert mal was. Oh, es ist nicht nur lustig, sondern es ist einfach wahnsinnig schön. Und es sieht toll aus. Und vor allem, es ist endlich mal eine Chance, dass ich aufschauen kann. Ja. Und das, vielleicht dämpft mir das ein bisschen. Ich bin hier immer so über den Wolken und schaue runter auf das, was sich auf der Erde tummelt. Und jetzt spreche ich zu fast einer Statue. Ne? Ja, sehen Sie mal, das relativiert das Ganze wieder. Jetzt fühlen Sie sich wieder ganz normal. Irgendwo ja. Ne? Also ich muss sagen, auch wenn Schmidt zu hören sagt, ich sollte nicht Nettes sagen, ich finde es eine angenehme, tolle Gegend hier. Die Leute sind so lieb und so sympathisch. Und haben Sie das Gefühl auch in Ihrem Kirchen, wie nennt man das, in der Gemeinde, ne? Ich merke, Sie haben Schwierigkeiten mit dem Wort. Also, ich habe Schwierigkeiten. Das ist aber wahrscheinlich wieder ein linguistisches Problem oder logopädisch zu beheben. Aber wir können da gerne mal so zusammen drüber sprechen oder auch mit einem unserer Seelsorger. Naja, es ist schon ein transzendentales. Also ich habe da schon, bin da nicht so ganz geübt. Ne? Ich komme aus einem sehr, sehr katholischen Umfeld aus Österreich. Aber ich bin dem irgendwie entlaufen und entwachsen und finde da mich nicht so zurecht. Habe aber großen Respekt, will ich mal sagen. Und vielleicht möchten Sie mich auf den rechten Weg führen? Ich glaube nicht, dass ich das möchte. Wenn Sie es jetzt noch nicht geschafft haben, aber ich lade Sie gerne ein zu uns in die Gemeinde. Wir sind die Kirche. Ja. Kommen Sie einfach dazu. Ja, ja. Wissen Sie, es ist ja wirklich, das ist ja wirklich immer so. Ne? Kaum schaut man nach oben, kriegt man schon eine auf den Deckel. Aber es hat Ihnen, glaube ich, schon ein bisschen geholfen, ja? Ja, ja. Ich würde sagen, war irgendwie schön. Ja? Mhm. Ich erwarte noch Besuch. Ja, und ich wünsche Ihnen eine schöne Nacht. Ihnen auch. Tschüsschen. Bis dann. Wunderbar. Toll. Großartig. Billy, du bist ein Banause. Ganz herzlichen Dank für den Besuch. Hör mal, der Hund versteht nichts von Musik. Gute Heimreise. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Billy, ich schäme mich. Ich schäme mich. Warum machst du das? Weißt du, die machen hier Chormusik, die singen vom Feinsten und du führst dich auf. Ja, und alles. Ich hol dir jetzt ein Quietschentchen zur Belohnung, aber dann ist hier Ruhe. Hallo? Hallöchen, spreche ich etwa gar mit Vivian Marx? Ja, natürlich. Liebe Frau Marx, das ist der Herbert Feuerstein und ich bin in der Sendung Feuersteins Nacht. Es ist jetzt, ich gucke jetzt mal nach, wann Sie mal, wie spät es ist. Wir haben da so Leute, die uns das durchsagen. Kleinen Augenblick. Wie spät Beim ist es denn? Beim nächsten Ton ist es 6 Uhr. Lass den Blödsinn. Na schön, 1 Uhr.
45 Minuten und bitte sag jetzt nichts. Doch, piep. Ich bin jetzt so erschrocken, wie die gesagt haben, 6 Uhr. Ich dachte, ich spinne jetzt total, weil ich eigentlich meinen Verstand schon nicht mehr beisammen habe. Frau Marx, Sie sind noch da, gell? Ja, natürlich. Hier ist es ein bisschen, geht's ein bisschen komisch zu. Ich gehe jetzt gerade mal hier um die Ecke, um mir einen Schluck Mineralwasser einzuschenken. Ich habe ein Buch von Ihnen, das werde ich auch gleich zeigen, wenn ich wieder am Schreibtisch zurück bin. Und das nennt sich ganz schlecht und einfach das Samenbuch. Da geht es um alle Geschichten, die nur denkbar sind, um den Samen. Wie kommt man auf die Idee, sowas zu schreiben? Als Biologin ist es einfach so, dass das sehr naheliegend ist, ja? Weil der Samen ist der wichtigste Lebenssaft überhaupt. Wem sagen Sie das? Ja? Ich habe auch sehr viel gelernt schon davon. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass die Geschwindigkeit des Samens bei der Ejakulation, Sie sehen, ich habe bei diesen verklemmten Wörtern immer Schwierigkeiten, bei der Ejakulation 17 Stundenkilometer oder bis zu 17 Stundenkilometer beträgt. Ne? Also da kann man schon mal in der Fußgängerzone geblitzt werden mit sowas, oder? Ja, na klar. Mhm. Ich meine, Sie sind natürlich jetzt ein Fachmann. Ich meine, die Werte, muss ich sagen, schwanken natürlich von Mann zu Mann, ja? Haben auch natürlich was mit dem Zeitpunkt zu tun, ab dem man das natürlich misst. Das ist natürlich im Labor immer so eine Sache, ne? Ja. Aber das ist das, die ich meine, die Materialforscher beispielsweise nehmen das sehr genau und die brechen schier in Begeisterung aus, wenn die über Samen überhaupt und Spermien insbesondere sprechen können, weil die Kräfte, die auf die Spermien wirken bei diesen 17 Stundenkilometern, sind enorm. Man fragt sich einfach beispielsweise, warum die Spermien nicht einfach platzen. Tun sie nicht, und das ist schon sehr geschickt. Ja, aber Sie sagten vorher, das wird im Labor gemessen. Wie kann man denn sowas überhaupt messen? Ich meine, ist da jemand mit der Stoppuhr dabei oder so? Naja, es ist ungefähr vielleicht so, wie wenn Boris Becker oder andere Tennisstars einen Tennisaufschlag machen. Es gibt für alles Geräte, ob sie jetzt nun bequem sind oder nicht. Das ist natürlich immer die Frage, wenn alles, was mit Sexualität zu tun hat, verlangt, dass man ein bisschen aufwendiger vielleicht dieses Experiment macht. Aber im Grunde ist alles messbar. Ja, und in die Ankunft des Samens, also wenn er dann bereits das Ziel mehr oder weniger erreicht hat, dann kann er sich noch durch diese Geiselfäden weiter vorbewegen. Und da ist aber die Geschwindigkeit, glaube ich, nur noch irgendwie wenige Zentimeter pro Stunde oder so. Ist das richtig? Ja, das ist sogar so, dass die meisten Spermien beim normalen Mann, wenn man überhaupt von so etwas sprechen kann, sogar gar keine Lust irgendwie vom Fleck zu kommen haben. Also das weiß man nicht genau, woran es liegt, aber nur etwa die Hälfte aller Spermien, die ein Mann in einem Ejakulat hat, und das sind meistens 100 Millionen auf einem Mal, so toll sind Männer. Es ist Wahnsinn, es sind eine unvorstellbare Zahl, ne? Ja. Ja? Ich habe viele Wissenschaftler gefragt auf der ganzen Welt, warum so viel hergestellt werden. Ja? Weil eigentlich ist ja nur eine Eizelle. Eben, da, ich meine, bei den Frauen ist es ja so, dass die Eizelle ja, glaube ich, schon bei der Geburt existieren und vorprogrammiert sind für das ganze Leben, ne? Ja, klar. Ich finde das ja toll, dass Sie so ein Fachmann sind. Aber naja, es gibt, mein Gott, Wissenschaft ist nun mal schon mein kleines Hobby, ne? Toll. Da denke ich jetzt gerade wieder dran, mein Gott, da drüben ist der Jean Pütz und ich telefoniere hier. Aber er hört ja zu und kann ja auch was lernen. Wir waren bei den vielen 100 Millionen Samenzellen. Das bedeutet doch, dass, darf ich nur mal nachfragen, das bedeutet doch, dass in sehr, sehr kurzer Zeit in den Hoden sehr, sehr viele produziert werden, ne? Absolut. Also jeder Mann ist, wenn Sie so wollen, neben vielen anderen Dingen, aber jetzt rein biologisch gesehen, eine wandelnde Spermienproduktionsstätte. Und deshalb ist es natürlich sehr wichtig, dass er das weiß, dass er das ist, weil man dadurch auch die Qualität, je nachdem wie man lebt, kann man die Qualität der Spermien beeinflussen. Wenn man beispielsweise in der Sauna war und dann nach Hause kommt und dann sich überlegt, dass man mit seiner Frau ins Bett gehen will, um dann ein Kind zu zeugen, so ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass das nach diesem Sauna... Nach einer Sauna. Weil die Spermien mögen es kühl, ne? Die mögen es, genau. Ja. Kühl und eben heiß ist in dem Fall auf keinen Fall cool. Stimmt es da so, dass die Jeansmode eigentlich ein großer Spermienkiller ist? Es gab einen Forscher, der mir gesagt hat, er findet, dass die Mode überhaupt ziemlich bescheuert ist. Aber ich meine, wenn die Hoden zu eng an den Körper gepresst werden, ist auf jeden Fall die Zahl geringer. Aber man kann jetzt nicht dahergehen und sagen, enge Jeans, und dann ist man auf keinen Fall fruchtbar, weil man braucht ja schließlich nur ein Spermium. Aber im Grunde
Also Männer haben mir berichtet, die, mit denen ich gesprochen habe, das sind etwa 150 Männer, die haben mir gesagt, das ist auf jeden Fall zu eng, wenn man zu enge Hosen trägt. Eine Zeit lang war das ja Mode, im Moment ja nicht so. Aber auf jeden Fall ist es für den Körper nicht so gut. Mich wunderte ja häufig dann, dass Männer eigentlich über ihre Genitalien so sprechen, als wären das drangeschraubte Hydraulikgeräte und nicht, sagen wir mal, innige Teile, die mit ihrem Körper zu tun haben. Wieso kommen Sie auf diese Idee? Männer erwarten sehr viel offensichtlich von ihrem Körper generell. Das habe ich zumindest in den Gesprächen immer wieder erfahren können. Und im Grunde scheint das so zu sein, dass sie, also ich fand fast, dass sie manchmal davon gesprochen haben, wie von einem Wasserhahn. Es soll halt funktionieren und wenn es klemmt, dann... Ja, ich würde sagen, ich sehe das jetzt gleich mit ganz anderen Augen. Das Thema ist eigentlich so spannend. Also das ist, ich habe jetzt eine Menge Bücher in der Vorbereitung gelesen, aber das war das Einzige, das ich fast zu Ende geschafft habe, weil da wirklich eine unglaubliche Fülle von Informationen drin sind. Ich könnte mit Ihnen stundenlang drüber reden, aber ich glaube, ich muss Schluss machen. Bedanke mich ganz herzlich erstmal für das Gespräch, ne? Ich danke auch. Ja? Viel Spaß noch. Tschüsschen, bis dann, ne? Geh mal hier auf die Leitung. Hallochen, wer ruft denn so spät noch an? Hallo, hier ist der Herbert Feuerstein. Ist da jemand dran? Ja, hier ist der Detlef Schrader. Der Detlef wer? Detlef Schrader aus Oelde. Detlef Schrader aus Oelde. Ja, in Westfalen ist das, in Westfalenland. Ja, ja, ich weiß, wo Oelde ist. Sag mir, was du auf dem Herzen hast. Ja, ich habe so gedacht, ihr habt ja jetzt so viel geredet und ich finde deine Sendung auch super, ne? Und ich habe gedacht, ich will jetzt auch einen kleinen Beitrag zu deiner Sendung leisten. Ja. Und da habe ich so ein älteres Lied mal von dem Rudi Carrell hier zusammengesetzt, also zur späten Stunde noch. Und zwar heißt das Goethe war gut. Ist es sehr lang? Ja, das kann man sehen, wie man will. Ne? Man kann es verkürzen. Ja, aha. Ja, also, dann mach mal. Muss man durch, ne? Ich mache inzwischen so ein bisschen hier Räume auf. Ja, soll ich dann mal einfach anfangen? Ja, fang jetzt einfach mal an. Ohne Musik, einfach so. Ja? Ganz ohne Musik. Na gut. Klaus Hinrichs war Bauer, kam niemals zur Ruh, verscheuchte die Schweine, den Stier und die Oma, die meinte, du weißt doch genau, ein lediger Landwirt, der braucht eine Fräse, beim Dorfball sei er voller Lust. Ja. Ein Mädchen mit einer fantastischen Brille, sie tanzte nicht eng aus dem Grund, er roch so nach Mist und sie roch aus dem... Jetzt kommt der Refrain. Goethe war gut. Ja. Mann, du, der konnte reimen. Ich finde das also absolut großartig. Wenn ich es versuche, schwitze ich Wasser und Blut. Und ich merke jedes Mal Goethe. Danke dir also ganz, ganz herzlich für diesen Anruf. Ja. Ich finde, das war also eine Sternstunde sowohl des Gesangs als auch des Humors. Ne? Und ich würde sagen, bis dann. Mach's gut erstmal. Ne? Ja. Tschüsschen. Hallo? Hallo? Und mit wem spreche ich jetzt gerade? Mit der Miss Castrop-Rauxel. Hey! Hallöchen! Hallöchen! Weißt du, wo ich von dir zum ersten Mal gelesen habe? Das ist jetzt schon, glaube ich, so ein halbes Jahr her. Das war da hast du ein Interview gemacht in der Süddeutschen Zeitung. Ja, stimmt, richtig. Ja? Und da dachte ich, das war irgendwie so frisch und so nett und so sympathisch. Bist du denn auch ein Model oder wie bist du an diese Missgeschichten gekommen? Ich habe es nebenberuflich mal so ein bisschen gemacht, aber hauptsächlich nicht. Ja, nebenberuflich was gemacht? Richtig so Model oder? Ja, nur so ein ganz kleines bisschen. Normalerweise sitze ich im Büro. Was ist das für ein Büro? Das ist Sekretariat oder eine Reklamationsbearbeitung. Es gibt doch eine ganze Menge Leute, die Hemmungen haben und sagen, das mache ich nicht und da wird man nur irgendwie blöd angeschaut oder ausgenutzt oder sowas. Was war eigentlich deine Erfahrung in der Richtung? Ich würde sagen, es ist teils, teils. Viele Leute finden es nicht so gut, andere sagen aber auch, es ist okay und finden es auch toll. Ja? Hast du denn einen Freund? Ich habe einen Freund, ja. Ist das derselbe, der damals auch bei der Misswahl dabei war? Hat sich der nicht geändert? Oder? Nein, der hat sich nicht geändert. Der hat das also durchgestanden, das Ganze? Der hat es durchgestanden, wenn das auch nicht gut findet, aber er hat es durchgestanden. Er findet es nicht gut. Habt ihr da Diskussionen drüber? Was sagt er da so? Heftige Diskussionen. Ehrlich, immer noch? Ja, immer noch. Bist du denn auf dem Weg weiter? Ich meine, Miss Castrop-Rauxel kann ja nicht ganz das Ende der Karriere sein, oder? Gut, das wird sich zeigen. Jetzt im Oktober ist die Miss Nordrhein-Westfalen-Wahl und da werden wir dann sehen, was passiert. Aha.
Kann ich davon ausgehen, dass solche Sachen auch mal im Badeanzug oder im Bikini stattfinden? Im Badeanzug. Bikini dürfen wir nicht. Aha. Hast du denn irgendwie dabei? Oder habe ich dabei, ja, klar. Ja? Irgendwie schon an oder dabei? Nee, noch nicht. Das müsste ich dann eben umziehen. Müsste ich umziehen? Hm? Dann würde ich sagen, das sollten wir eigentlich unbedingt sehen, ne? Ja, ich lege da mal den Hörer daneben. Wenn du Lust hast, leg den Hörer daneben und komm einfach wieder raus. Und das wird ja eine halbe Stunde irgendwie dauern oder sowas. Weil umziehen ist eine schwere Sache. Ich guck mal runter in der Telefonzelle. Rüdiger, gibt es irgendjemanden, der irgendwas für mich hat? Ach, Elke! Hey! Wieso schrei ich Stefan und du bist die Elke? Ja, Stefan ist auch da. Der ist hier draußen. Der kommt jetzt mit zwei Hunden hier rein. Hast du einen Knall? Ja, Tachchen. Ich kann dich sowieso nicht leiden. Du wartest jetzt mal, bis ich fertig bin. Ach so, die kann mich nicht leiden. Jetzt muss ich mal mit Herbert telefonieren. Hier, das ist privat. Also, wo sind wir denn? Herbert? Elke. Hörst du Elke, mich? Herbert. Schön, dass du da bist. Lass mich dir mal einen Rat geben. Ja. Was du da machst, das sind die Nächte, von denen wir Magengeschwüre und Herzinfarkte kriegen. Wenn ist ich so einen Abend hätte wie du, ich würde mich erschießen. Ununterbrochen geht das Telefon. Dauernd kommen Leute. Du kommst nicht in Ruhe zum Essen und zu nix. Ich gebe dir jetzt einen Rat. Du machst jetzt diese ganzen Schnorchel und Sender ab, dann nimmst du das Hündchen, gehst endlich Gassi mit dem, kommst hier runter, trinkst mit mir in Ruhe einen Kölsch, sollen die doch senden, was sie wollen in der Zeit. Dann gehst du wieder rauf, machst deinen Anrufbeantworter an, legst dich ins Bett und liest. Und dabei können sie dich ja filmen. Was hältst du davon? Es klingt eigentlich sehr vernünftig. Klingt und eine weise Frau und richtige Freundin wie du. Du machst dich ja ganz verrückt, du bist ja ganz nervös. Nein, das tue ich nicht. Nee, es ist schon, also da muss ich schon sagen, es ist Teil meines Lebens. Ne? Und da muss man schon durch. Also, ich wünsche mir so einen ruhigen Abend für dich, wo du ein Glas Wein trinkst. Dann habe ich ein gutes Buch liest, vielleicht von Harald eins oder so. Nein, das ist kein gutes Buch. Ne? Ach so, komm, dann entschuldige. Das habe ich doch. Schau mal, das habe ich doch. Ich habe doch ganz viele ruhige Abende. Und was ich hier habe. Willst du einen unruhigen Abend haben? Ist einmal ein bisschen ein unruhiger Abend. Zweitens einfach mal ein bisschen sehen, was so passieren kann. Drittens ein bisschen Spaß haben. Viertens die Tür geschlossen halten. Du meinst, ich bewundere dich ja dafür, dass du den Ausstieg geschafft hast. Ne? Aus was? Und, aus dem Fernsehbereich. Ne? Ja, du hast ja was dafür. Ich bin schon wieder drin. Alles dir zu lieben. Nein, das nützt mir. Ich gucke nach unten und ich war nicht in der Maske. Das ist schon ein Fortschritt. Ne? Aber hör mal, bitte guck nach oben und du bist schön, also jung und dynamisch, wie ich dich immer kenne. Herbert. Du hast mir ja damals sehr, sehr geholfen. Weißt du das eigentlich? Nee. Vielleicht auch nicht. Also du bist ja auch schuld, dass ich das mache. Das hier? Wir haben uns ein bisschen. Hör mal, wir haben bei Psst uns kennengelernt und du hast instinktiv erkannt, dass ich zu so einer Verliererrolle mich eigentlich sehr gut eigne. Und hast die rausgebracht. Ich wusste ja damals gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und Ich habe mich viel geärgert. Was? Jetzt sagst du, ich muss aufhören. Ne? Ja, nein, ich finde, du solltest jetzt, du hast jetzt so viel gearbeitet. Seit 8 Uhr ackerst du dir hier einen ab. Das hast du prima gemacht. Ich muss Schluss machen. Herbert, mach es gut. Bleib noch ein bisschen da, vielleicht laufe ich wirklich davon. Ja, ne? Und empfange mal diese Hunde. Ich danke dir. Wenn der Schmidt nicht zuhören würde, würde ich sagen, ich liebe dich, aber ich liebe dich trotzdem. Na, das darf der Schmidt nicht hören, dann müssen wir das wieder rechtfertigen. Tschüss. Mach es gut, mein Lieber. Ciao. Hallöchen. Jetzt sehe ich aber nur so ein bisschen die Hälfte. Können Sie mehr zur Mitte? Und dann ist auch noch ein Fernseher an bei euch, gell? Habt ihr wieder den Ton nicht runtergemacht? Nee. Ich habe aber da so eine Rückkopplung irgendwie, eine ganz merkwürdige. Ja, ich spreche leise. Jetzt, das ist aber immer noch nicht schön in der Mitte. So ein bisschen zentriert, ja? Ein bisschen nach rechts von Ihnen aus gesehen? Nee, rechts ist die andere Seite, ne? Ist das längs die andere Seite? So ein bisschen, ja. Und das ist jetzt diese Schärpe, die wir da gesehen haben, ist das die von der Misswahl? Das ist die von der Misswahl, ja. Ja, fantastisch. Was wird sich jetzt unterscheiden bei der nächsten Ausscheidung? Die nächste Ausscheidung ist, wie gesagt, die Miss Nordrhein-Westfalen. Ja. Und wenn man dann weiterkommt, ist, glaube ich, das Bundesfinale. Aber wir warten erstmal die Miss Nordrhein-Westfalen ab. Wie ist das eigentlich so? Man muss doch exhibitionistische Züge haben. Ich meine, ich habe die mit Zweifel, ohne Zweifel auch, sonst würde ich so eine Sendung nicht machen. Haben Sie Lust, so sich mehr oder weniger nackt zu zeigen? Macht das ein bisschen so einen kleinen Kitzel? Oder worum geht es denn eigentlich so bei der Missgeschichte? Überhaupt nicht, das dürfen wir auch gar nicht. Ja. Und das höchste der Gefühle ist wirklich im Badeanzug, ansonsten wird also auch nicht laufen. Aha. Auch von mir persönlich. Klingt aber irgendwie ein bisschen streng, ne? Ich habe mir das wilder vorgestellt und ich sag mal, Regeln müssen sein und ja? Ist es auch ganz vernünftig, finde ich. Hat es eigentlich Ihr Leben so verändert? Ist das die Misswahl? Nein, da hat sich nichts verändert.
Kriegt man irgendwelche Jobs, die man sonst nicht bekommt? Nee, also nicht nach einer Stadtwahl. Also ist es der absolute Spaß, den Sie dabei haben? Ja, sicher. Man lernt unheimlich viele Leute kennen, man hat viel Spaß dabei. Es ist sehr lustig. Haben Sie heute irgendjemanden kennengelernt oder so? Ach, ich hätte jetzt wirklich gehofft zu sagen, ja, ich habe den Vorstand kennengelernt und dann wäre ich irgendwie... Hätte ich mich gefreut. Ja, wir treffen uns ja irgendwann da sicher noch, ne? Schönen Dank, ne? Und schnell wieder rein, sonst verkühlt man sich ja auch. Anke. Anke, wie siehst du denn aus? So wie du wahrscheinlich auch gleich aussehen wirst. Du machst dich doch auch ein bisschen bereit für die Nacht, ja, oder? Ja, ich leg mich ins Bettchen. Was ist das für eine Maske, die du da trägst? Das ist eine Gurkenpaste. Eine Gurkenpaste? Mhm. Und die kann man am Morgen dann aufs Frühstücksbrot tun. Ja. Heißt das, dass du dich jetzt gleich hinlegen wirst? Ja. 2 Stündchen muss ich auch mal schlagen. Aha, aha. Die Gesichtsmimik ist praktisch eingefroren. Dieses Zeug ist jetzt so hart geworden, dass ich nicht lachen kann. Also nichts Lustiges sagen, Herbert. Du, ich kann. Anke, du tust mir so weh. Hast du nicht gemerkt, dass ich seit etwa 2 Stunden nicht mehr imstande bin, was Lustiges zu sagen? Und das ist jetzt ein interessantes Phänomen, dass ich mich irgendwie durch so einen Filter reden höre und eigentlich überhaupt Lust hätte, hier auf diesem Seil entlang da runterzugehen. Lass uns nicht über Lust sprechen, Herbert. Mir sind auch die beklopptesten Ideen gekommen. Also. Ehrlich? Und ich bin ja schon die ganze Zeit den Drink vom Tom Gerhardt am Trinken, hör mal, das ist ja... Willst du wissen, wie spät es ist? Hättest du Lust? Oh ja, ich habe gerade keine Uhr an. Aha. Dann frage ich mal Kinsley und Hauser, wie spät ist es denn, Leute? Hallo, guten Abend, meine Liebe. Wieso sind Sie noch auf? Oder du hast so eine junge Stimme oder Sie. Wie alt bist du? Oder ich bin Sie? 20. 20, dann kann ich du sagen. Ja, ne? Klar. Wo bist du denn? Zeig dich mal auf dem Balkon oder irgendwo. Nee, hier im Roten Haus im Fenster. Im Roten Haus? Ja, ich sehe dich. Hallöchen. Da ist aber ganz dunkel da drin, ne? Irgendwie. Nee, eigentlich nicht. Warte mal, wir suchen das Bild noch ein bisschen und ich sehe jetzt eigentlich mehr... Jetzt sehe ich dich. Oh ja, jetzt sehe ich dich sehr gut. Können wir noch nahe rangehen? Du bist aber auch noch voll angezogen, ne? Eigentlich ja. Gehst du überhaupt nicht schlafen oder bist du eine Nachtarbeiterin oder sowas? Doch, aber ich schlafe im Augenblick nicht zu Hause. Ich habe heute Abend noch was vor, deshalb bin ich eigentlich noch auf dem Sprung. Moment. Heute Abend noch was vor? Ja. Heute am Montag oder gestern am Sonntag? Heute am Montag. Heute Ach so. Früh. Und da bist du jetzt schon angezogen dafür, oder wie? Ja, ich fahre gleich nochmal weg. Du hast jetzt nur gewartet auf diesen Anruf, das finde ich ganz süß. Wohin fährst du denn dann? Ich fahre noch mit meinem Freund gleich nach Hause. Ist der Freund auch da? Der ist auch da. Kann er auch mal kommen? Komm mal her. Gucken. Hallo Freund. Hallöchen. Ist ja ein ganz süßes Paar. Habt ihr die Sache mit dem Baby gesehen vorhin? Die Sache mit dem Baby? Ja? Wo du das Baby geküsst hast? Nein, nicht wie das Baby geküsst habe, sondern wie das da auf die Welt gekommen ist. Wir hatten doch da so ein Stunden altes Baby gerade vorhin gezeigt. Nee, das habe ich leider nicht gesehen. Ich bin erst etwas später nach Hause gekommen. Ach so. Ja, dann würde ich sagen, schön, dass du noch auf bist. Guck doch noch ein bisschen. Ich brauche noch ein paar Zuschauer. Ja, ne? Auf jeden Fall. Ich aber nicht, jetzt wenn du so im Bett langsam, liegst. Wenn ich was mache? Aber nicht, wenn du im Bett liegst. Vielleicht bin ich dann irgendwie origineller oder interessanter als je im Wachzustand. Ne? Viel Spaß, was immer du machst. Ja, okay. Euch auch. Und bis dann. Ne? Ich gehe jetzt mal rein. Es ist kalt auch hier draußen langsam. Tschüsschen. Tschüss. Gute Nacht. Wir gucken jetzt mal runter hier auf den Platz. Hallöchen. Wer bist du und was machst du? Ich bin ein Hobby und ich würde mich jetzt schlafen legen. Ist das dein Beitrag zur Telefonzellenkultur, dir es da drinnen gemütlich zu machen und die ganze Nacht drin zu verbringen? Ja, ich versuche mich mal zu fühlen wie ein Telefonapparat. Ja? In so einer kleinen engen Bude hier. Und schauen, ob es klappt. Du, mach mal, bereite dich aus und wir gucken dann mal so ein bisschen zu, ne? Aha. Ich gehe jetzt auch mal so ins Bad. Okay. Guck doch mal ein bisschen den Billy an, ne? So ein schöner Hund. Und überlasst mich da kurz dem Schicksal. Ich muss auch noch mal Pipi machen. Also das dauert jetzt wirklich noch so 2-3 Minuten. Ja, du musst das hier nicht aufmachen da, du Dummerle, wenn ich hier versuche, mich zu verkabeln. Und wenn jetzt jemand lacht, werde ich ganz, ganz böse. Ich habe mir diesen Schlafanzug nicht ausgesucht. Ich habe das mit Domian besprochen. Ich schlafe ja normalerweise
eher nackt und... gesagt, dass ich ein großer Anhänger bin von der gelben Zelle und dass ich diese neuen Zellen überhaupt nicht schön finde, da diese roten und grauen. Ne? Wir haben es ja auch gesehen, wie die Leute da so unten liegen. Das kann man in diesen roten, grauen überhaupt nicht machen. Ich habe da gestern mir schon was Schönes aufgeschrieben. Oh, gelbe Zelle heißt das, ein Gedicht. Oh, gelbe Zelle, du stehst so makellos und ohne Delle, fest in der Brandung gegen eine Welle dumpf grauer Formen. Oh, Telekom, du ungestümer Neurer im menschlichen Kontakt, genügt dir nicht der Fortschritt im Gebührentakt und Techniknormen? Gib sie uns wieder. Gib sie uns wieder, unsere gelbe Zelle, die wir auch nachts von Weitem sehen, so leuchtend, lockend, warm und helle. Oh, Telekom, erhör mein Flehen. Gib sie uns wieder, die gelbe Zelle, die wir auch nachts von Weitem sehen. So leuchtend, so lockend, warm und helle, O Telekom. Erhör mein Flehen. Das ist, wenn ich so Sachen singe, dann können Sie den interessanten physikalischen Effekt erleben, wie sich die Noten von selber zusammenrollen. Was immer bedeutet, dass man aufhören soll. Tut mir leid, das war jetzt ein bisschen kitschig. Ne? Also, das muss man mal sein, ist ja auch spät genug. Habe ich auch gewarnt, soll ja eh niemand zuhören. So, ich schalte jetzt hier aus. Und hier schalte ich auch aus. Also, ups, das kann man nicht ausschalten. Na gut, lassen wir es an. Das tut mir so leid um das Gespräch von Frau Ranke Heinemann. Billy, bist müde. Boah, es ist schon sehr viel zu spät. Ich wollte ja ganz lange schlafen. Ich stelle jetzt mal den Wecker auf. Ich stehe jetzt nicht ganz Punkt 4 auf. Ich mache ein bisschen länger. Na? Wir machen noch mal irgendwie 5 Minuten länger. Oder 10 Minuten länger. So, jetzt muss ich hier irgendwie den Wecker einschalten. Kinder, ich meine euch zwei Kameraleute, ihr könnt jetzt eigentlich auch euch hinlegen, ne? Ich glaube, das war's dann. Da gibt's jetzt so eine Überwachungskamera, die da oben ist. Und da können wir mal umschalten erst. Wollen wir mal auf Überwachungskamera gehen? Ist das die jetzt schon? Ja, ne? Ja. Ja, hallo, hier ist der Stefan aus Erlenbach und die Daniela aus Erlenbach sitzt auch neben mir. Gute Nacht, Feuerstein. Okay, also hier ist Thomas aus Landshut und Herbert, ich wünsche dir eine tolle Nacht, träum was Süßes und tschüss. Hallo Feuerstein, hier ist Ben aus Kiel, ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, ich wollte eigentlich dem Feuerstein neben Feuerstein eine schöne Nacht wünschen, dass er sich jetzt erstmal ein bisschen ausruhen kann und dann morgen früh gut weitermacht. Und ich wollte dir, Herbert, eine gute Nacht wünschen. Hallo, hier ist die Katrin und ich wollte Herrn Feuerstein eine gute Nacht wünschen. Gute Nacht, Feuerstein. Gute Nacht, Katrin. Feuerstein, schöne Nacht von Bello und Gisa. Ja? Und schlaf schön. Danke. Ja, tschüss. Gute Nacht.
Faxe noch? Ja. Nein, ich gar nicht so viel gekommen. Ich dachte, das ist noch kein Bild. Hallo, hier ist die Alexa. Hallo, Alexa. Ach, süß. So. Gute Nacht, Feuerstein. Gute Nacht. Ja, Herbert, ich wünsche dir eine ganz tolle Nacht und alles Gute. Und vielen Dank für den netten Abend. Endlich mal ein bisschen mehr Zeit mit Ihnen statt immer nur in der Talkshow. Ja, sehe ich auch so. Hoffentlich denkt Achi nicht so sehr. Also für alle, die jetzt noch dran sind, ich habe einen Wecker gestellt, ne? Könnt ihr jetzt auch hinlegen. Wenn ihr mir irgendwie Botschaften oder sowas noch aufsprechen wollt, dann könnt ihr das auf dem Anrufbeantworter tun. Da gibt es so eine Telefonnummer, eigentlich ist mir wurscht, Kinder. Macht, was ihr wollt. Tschüss, ne? Mit den Weckern, ne? Ach, ja. Ja. Guten Morgen. Das ist irgendwie, ich habe noch eine Viertelstunde dazu gegönnt. Es ist jetzt 4:15. Also wer jetzt wirklich dazu gehört hat und auch den Ton angelassen hat. Also toll habe ich nicht geschlafen. Da war so Krach da draußen und dann sind da Faxe reingekommen und alles Mögliche.
Aber ich glaube, ich stehe jetzt dann gleich auf. Ne? Ich mache mal das Licht an. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und jetzt muss ich die Kameraleute holen draußen. Die müssen ja auch aufstehen. Ich geh jetzt mal hier aus dem Überwachungs... Wo ist denn die Kamera hier oben? Ne? Das ist toll, das ist so wie früher in den Hotels. Ne? Wo, Moment, ne? Hier muss es sein, irgendwie, ne? Oder? Ja, hier. Ne? Wie so in Hotels, wo man so abgehört wurde. Und so, ne? Ich verlasse jetzt den Abhör- und Überwachungsbereich und wecke die anderen Kameraleute. Guten Morgen. Guten Morgen, Stefan. Guten Morgen, Manfred. Hey, da ist der eine. Hallo. Jedenfalls hat es nicht geregnet, ne? Oder? Nee. Ja, Stefan, du hast gut reden. Wie geht's dir? Müde. Habt ihr ein bisschen geschlafen wenigstens? Nee, ne? Naja. Es geht weiter. Es sind ja nur noch 4 Stunden. Ne? Das schaffen wir jetzt irgendwie schon. Beim nächsten Ton ist es... Ruhe. Nochmal, und zwar deutlich. 3:59 Uhr. 59 Minuten. Und 50 Sekunden. Das Piep vergessen. Piep. Geht's sich jetzt ein bisschen ins Bad und du schläfst schön hier. Och süß, guck mal, wie der Hund süß schläft hier. Süßer Billy Boy. Du Süßer. Wieso hast du eigentlich immer in meinem Bett so geschnarcht, damit die Menschheit glaubt, ich bin das? Und jetzt liegst du friedlich im Körbchen. Naja, so ist er halt. Und ich habe jetzt blitzschnell geduscht. Normalerweise wasche ich mir an der Stelle auch den Kopf, aber... Ich bin jetzt ziemlich hilflos und muss ein bisschen laut reden, da irgendwie das Mikro oben oder so. Nee, die Tonleute kommen jetzt und verkabel dich neu. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Boah, schöne kalte Luft. Gefällt mir hier. Wie sieht's denn in der Telefonzelle unten aus? Tja, guten Morgen. Aufstehen, Leute. Es ist irgendwie jetzt Zeit. Gut geschlafen? Ja, geht so. Geh mal ran da in der Zelle, junger Mann. Ich weiß deinen Namen nicht mehr. Guten Morgen. Und wie schläfst du in der Zelle? Ach ja, ein bisschen unbequem für die Beine, aber passt schon. Ja, na wenigstens hattest du da nicht irgendwie einen riesigen Hund, der auf dem großen Zeh lag und ununterbrochen schnarchte? Nein, ich glaube nicht. Ja. Und die vielen Leute, die da rundherum stehen, sind das alles deine Freunde oder so? Nein, alles meine Fans. Großartig, toll, ne? Ich sehe, die anderen stehen auch auf. Der Platz sieht einigermaßen sauer aus. Also ich finde, wir können noch 3-4 Stunden wunderbar zusammen hier die Zeit verbringen. Du, ich danke dir und ich würde sagen, such dir für heute Abend eine neue Telefonzelle. Ne? Ja. Die wird dann wahrscheinlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich fahre erst mal in Urlaub, mich entspannen. Ja, tschüsschen. Ich muss in meine Bank wecken, meine Nachbarin. Tschüss. Geh mal rüber. Danke. Du bist schon auf dem Balkon. Guten Morgen. Mein Engelchen, hast du ein bisschen geschlafen? Ja. Ehrlich? Ja, zwei Stunden, oder? Also ich habe einen Fehler gemacht, ich habe ja noch diesen Ohrstecker drin gehabt die ganze Zeit. Und da habe ich immer irgendwie, ich weiß nicht, im Rumwälzen ist er immer lauter geworden. Mhm. Und dann habe ich einen solchen Schlag bekommen von der Kirchenglocke um halb, ne? So, bäm. Und der Billy hat geschnarcht wie, hast nicht geguckt, ne? Der hat geschnarcht wie ein Hund, ne? Nee, ich habe geschlafen, wie ja. Ich eben. Ich werde jetzt einen Traumdeuter anrufen, aber ich höre gerade, dass das jetzt dringend die Zeit ist, glaube ich, die Passagiere im Kondorflug zu wecken. Ja. Wir haben den Kondorflug von der Dominikanischen Republik begleitet. Er wird in Düsseldorf landen um etwa 6 Uhr. Es ist eine Boeing 767 mit 264 Passagieren.
Ja? So, dann legen Sie mal los. Hallochen, einen recht schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren. Das ist der Herbert Feuerstein. Vielleicht kennen Sie mich noch ein bisschen. Ich rufe Sie an aus einer Live-Sendung des Westdeutschen Rundfunks. Eine Sendung, die nannte sich großspurig Feuersteins Nacht und die geht schon seit 8 Uhr abends deutscher Zeit. Wir sind alle schon ein bisschen durchgedreht und ich glaube, so im Gefühl fühle ich mich relativ ähnlich, wenn man die ganze Nacht im Flugzeug sitzt. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen. Ich würde gerne mit jedem Einzelnen von Ihnen reden. Das werden wir vielleicht tun, wenn Sie in Düsseldorf ankommen. Wir haben einen Reportagewagen hingeschickt. Unter Ihnen sehen Sie die Lichter der Stadt Dublin. Das kann ich nicht ganz sehen, aber das habe ich eben von Kapitän Kujak gehört. Jetzt sage ich schon Kujak, das ist Kujak natürlich. Kujak, das ist der andere. Und ich hoffe, die restlichen Minuten, 1 Stunde und 20, glaube ich, bis zur Landung, die verbringen Sie mit Freude, Spaß, einem guten Frühstück und bis dann. Ciao. Jörg? Da bin ich wieder. Ich kann leider die Gesichter nicht sehen, ja, aber ich werde gleich mal ein bisschen rumfragen, wie es angekommen ist. Auf jeden Fall hat man Sie sehr deutlich verstanden. Wir haben noch, während Sie sprachen, Sie noch ein bisschen hochgedreht und das war hervorragend. Aha, das finde ich großartig. Ich habe aber keinen Applaus gehört, den man normalerweise eigentlich so bei Charterfliegern zu hören kriegt, wenn man irgendwas Lustiges gemacht hat, ne? Ja, mit dem Applaus würde ich sagen, warten wir noch eine Stunde. Warten wir noch ein bisschen. 8 Minuten, dann ist es 6:01 Uhr. Dann kommt jetzt der Applaus für uns. Und wenn die Passagiere aussteigen und euch dann sehen, dann kommt sicherlich auch der Applaus für Feuerstein in die Hand. Herzlichen Dank. So machen wir's. Und bis später und guten Endflug. Alles klar. Wunderbar. Bis dann. Tschüss. Jetzt sehe ich Sie. Da ist er ja, hervorragend. Herr, ja, geschlafen haben Sie nicht so gut, ne? Nee, eben nicht. Haben Sie zugeguckt? Ich habe zugeguckt und weil also die Computer nicht funktioniert haben, habe ich auch ein Schlafprotokoll manuell erstellt. Ehrlich? Mit den Highlights. Das finde ich toll. 3:26 Uhr. Es kommt Bewegung auf bei Herbert Feuerstein. Er schnellt nach vorne und er will also wissen, was ist da? Wahrscheinlich sucht er seinen Hund. 3:33 Uhr, ein Schnarcher. Das war ein Feuerstein, das war nicht der Hund. Nee, das war der Hund, das war der Hund. Der Hund hat doch gar kein Mikro. Doch, ich auch nicht. Das Mikro ist ja oben an der Decke, das war Überwachung. Ich weiß, der schnarcht menschlich, aber ich möchte mich ganz entschieden hier verteidigen. Ich habe nicht geschnarcht, ich habe gehört, ich habe ihn getreten, damit er endlich aufhört zu schnarchen. Ich konnte gar nicht einschlafen deswegen. Ne? Sie sind ja auch ein sehr begabter Traumdeuter, wenn ich das so sagen darf. Traumdeuter, aber in der psychologischen Richtung. Ist das korrekt? Richtig, ja. Richtig. Ich gehe jetzt zu meinem Schreibtisch, während wir Sie sprechen. Wenn Billy das Kabel freigibt, Billy, tut mir leid, musst hier weg. Ja, und Sie selber tendieren zu welcher Auslegung? Also, im Grunde genommen ist alles richtig. Ich bewerte allerdings Träume nicht über. Ja? Träume sind Schäume. Manche Träume machen keinen Sinn. Aber richtig ist, dass die Dinge, die uns beschäftigen, irgendwo auch in den Trauminhalten sich wiederfinden. Und dann natürlich Aufschluss geben können, womit wir uns nun eigentlich beschäftigen. Ja. Und oft sind es eben, der Mensch ist ein Input-gesteuertes Wesen. Das heißt also, die Dinge, die wir aufnehmen, die müssen wir auch irgendwie verarbeiten. Mhm. Und würden wir nicht träumen, dann würden wir krank werden. Also das hat man experimentell einfach bewiesen, wenn man die Leute in Traumphasen weckt, ja, dann drehen die am Ende durch. Gut, aber nicht träumen bedeutet ja nicht unbedingt, dass man weiß, dass man nicht träumt. Ich bin zum Beispiel ein sehr, sehr schlechter Erinnerer. Ich gehe davon aus, dass ich intensiv träume, aber es gibt ganz, ganz wenige Träume, an die ich mich überhaupt erinnere. Ne? Also jetzt zum Beispiel in dieser Halbschlafphase habe ich nur irgendwie... Ich bin da immer so ein bisschen weggesackt, aber als Traum könnte man es nicht empfinden. Deswegen mache ich jetzt mal etwas. Ich habe hier so Anrufe auf der einen Leitung. Ich schalte mal Zuschauer dazu. Vielleicht haben die interessante Träume, die sie mir erzählen können. Hallöchen, das ist Feuersteins Nacht. Wer ist dran? Hallo? Ja? Ja, hier ist Anna Bock aus Bielefeld. Ja, hallo. Ja, ich bin jetzt auch mal wieder wach. Bist du wieder wach? Hast du gerade was Interessantes geträumt? Ich muss jetzt mal fragen, muss unseren Traum und unseren Psychologen fragen. Hören Sie auch die Dame? Nee, das höre ich nicht. Aha, dann werde ich Ihnen erzählen, ja? Alles klar. Ja, erzähl mir deinen Traum.
Also ich hatte einen ganz wunderbaren Traum, nämlich von Herbert Feuerstein. Sie hat von Herbert Feuerstein geträumt. Ich meine, das ist an und für sich ja nun schon ganz wunderbar, aber das Schönste war, Herbert Feuerstein war Lehrer an einer Schule. Feuerstein war Lehrer in einer Schule, sagt sie? Der ganze WDR, unter anderem sogar Harald Schmidt und wir waren alles Schüler. Harald Schmidt, auch der ganze WDR war Schüler. Hör mal, das klingt mir überhaupt nicht nach Traum, das klingt mir eigentlich sehr vernünftig. Was ja, habe ich denn gelernt? Natürlich, das Vernünftigste war, dass Harald Schmidt nicht wusste. Und der übermächtige Herr Feuerstein wusste alles und musste deswegen dauernd Sechsen anschreiben. Mhm. Würde sagen, gefällt mir. Sie sagte also, Schmidt wusste nichts und hat dauernd Sechsen geschrieben und so weiter. Ich glaube, dass es da überhaupt nichts zu deuten gibt dran, oder? Das sieht sehr real aus, denke ich. Das sieht sehr real aus, ja? Aber es klingt auch nach einem Wunschtraum. Das hast du mitgehört, Annelie? Ja, es klingt nach einem Wunschtraum. So einen Sextraum oder sowas von mir hast du nicht, ne? Zufällig, auch mal hin und wieder. Das kann ja noch werden. Es sind ja auf jeden Fall libidinöse Bestrebungen drin, weil sie träumt ja schon von Herbert Feuerstein. Unterstützt ja meine These, dass der Mensch ein inputgestörtes Wesen ist. Ja? Wir haben ja nur eine ganze Nacht mit Herbert Feuerstein verbracht. Ja? Und die Libido hat dieser Dame vielleicht, der Amelie oder wie sie heißt, noch ein Stück weit gefehlt. Ja? Kann ja noch kommen. Können Sie mal irgendwie ein bisschen dranbleiben? Du, Annelie, ich danke dir. Wir nähern uns dem 5-Uhr-Schlag. Der müsste jeden Augenblick kommen. Und ja, Herbert, einen schönen Morgen. Um 5 Uhr schlägt es nicht, richtig. Da ist die Kirche ja stumm, damit die Leute nicht aufwachen. Du, einen schönen Morgen dir auch. Ja. Und ich spreche dann gleich mit dem anderen, ne? Du legst schon mal auf. Mach ich. Und was aber jetzt noch davor kommt, bevor wir weiterreden können, ist natürlich der Witz zur vollen Stunde von meinem geliebten Rolf Zacher. Ich lege den Hörer daneben. Bleiben Sie bitte an der Leitung. Ich gehe nur mal raus und ich muss das mal mir anhören. Ja, Herbert? Ralf, guten Morgen. Du bist tatsächlich noch da. Hallo, Ralf. Rolf heiße ich doch. Der Rolf, was habe ich gesagt? Ralf. Naja, als würde ich. Um die Zeit kannst du nicht mehr sehr klare Artikulation erwarten von mir. Ist klar, Sag Hubert. Mir, ob du geschlafen hast und wo. Wo? Im Hotel. Ah, du warst in der Zwischenzeit im Hotel? Ja, klar, Mensch. Also manche haben alles, ne? Das ist das Starbilling. Ich habe mich hier mit einem Hund ein Bett geteilt, ein Zeh abgeknickt und du schläfst im Hotel. Aber so eine Schicht habe ich noch nie gefahren. Irgendwie. Ehrlich nicht? Nee. Weißt du, die Menschheit, die sich jetzt schon kaputt gelacht hat über die Witze, die vor 12 Uhr gelaufen sind, genau. Die lauert und wartet auf das, was jetzt kommt. Erzähl den Witz der vollen Stunde, bitte. Okay, mach ich. Ne? Also jetzt so ein Morgenwitz, warum klauen Blondinen bei Aldi? Ja, da ist es am billigsten. Bist du noch dran? Ich bin noch dran und ich finde, dass das allein absolut wert war, dich zu wecken. Ja, und von Berlin kommen zu lassen, alles das. Ja, genau. Ja. Nee, ich glaube, das ist eine Sternstunde in deiner Karriere. Ja, hundertprozentig. Ich glaube, von jetzt ab kannst du noch abwärts gehen. So etwas wirst du nie wieder kriegen. Nee, ja, diese klar. Höhepunkte. Ja. Weißt du, es gibt nur noch eine Sache für mich, die da besser ist als das, was jetzt war. Das ist der Witz, den wir von dir um 6 Uhr hören werden. Da, ne? Bin ich auch gespannt. Ja, toll. Bis gleich. Ich gehe jetzt mal hier an das Zuschauertelefon. Ah, da ist auch wieder was. Habe ich immer schon gesucht. Hallochen, das ist der Herbert Feuerstein, während ich suche. Wer ist denn da dran? Hallo Feuerstein. Hallo. Hier ist Schwester Susanne aus Wiesbaden. Schwester Susanne. Die lustige Nachtschwester. Die lustige Nachtschwester? Ja. Erkennen wir uns? Ich glaube nicht, ja, vom Fernsehen, ne? Ja, du bist die lustige Nachtschwester, ja. Von Wiesbaden. Wie ist das? Ich wollte dich trösten. Mach. Ich wollte dich trösten. Ja, mach das. Das finde ich toll. Ich kann nämlich früher schlafen gehen als du. Ach, du bist jetzt fertig mit dem Dienst? Ja, ich kann so 7 Uhr schon schön schlafen gehen, ne? Und du bist, in welchem Krankenhaus arbeitest du? Horst Schmidt Klinik in Wiesbaden. Ja, und schöne da bist du Klinik. Also so lustig, dass die Patienten irgendwie sich immer gar nicht trauen zu klingeln, ja. Ne? Das Problem war, wir haben dich auch im Fernsehen gesehen, aber nur bis 2 Uhr morgens. Und das Problem ist, dann ist uns leider der Chip ausgegangen. Ja? Das ist ja ein Fernsehapparat mit Chip. Ach, da muss man einwerfen. Ja, wir haben dich also noch mit der Arabella gesehen und es war richtig lustig, ja. Aber schlafen habt ihr mich nicht mehr mitgekriegt? Nee, leider nicht. Hast du denn so ein rosa Nachthemdchen angehabt? Nein, ich hatte eine ganz süße Sache mit Schäfchen drauf. Ach, süß. Die haben die mir da einfach so hingelegt. Ne? Oh. Normalerweise schlafe ich ja nackig. Ich wollte dich sehen. Ist ja viel. Ja. Pass mal auf, wir haben da was für dich. Wir hätten einen Defibrillator.
Kennst du das? Ja, natürlich kenne ich einen Defibrillator. Das ist das, was man, wenn man irgendwie im Koma liegt und möchtest dann... Möchtest du das Geräusch mal hören? Ich finde das großartig, wie lustig die Nachtschwestern sind. Pass mal auf, du musst den Hörer auf die Brust legen. Ja. Und dann kommt der Defi. Hör mal zu. Das war ein bisschen leise, tut mir leid, aber wir hätten einen für dich, ne? Ja, ich weiß, das setzt man drauf und dann schockt man so, ne? Ja, hörst du das Geräusch? Ja. Es ist doch richtig super bei uns, ne? Ich finde es großartig. Habt ihr auch euren Spaß mit den Intensivstationsleuten oder nur mit den normalen Patienten? Das ist die Leute, wo die schon ein bisschen gesünder sind, ne? Ja, damit die es dann wieder Rückfall haben. Ich verstehe dich völlig. Hör mal, es war wahnsinnig schön, mit dir gesprochen zu haben. Ja, pass mal auf, du bist ja schwerer zu erreichen wie der Papst, weißt du das? Ich weiß das. Wir sind am Telefonieren und wollten dich sprechen. Wir wollten dich sehen. Weißt du, wir haben so viele Sachen, die wir hier noch machen wollten. Und wir schaffen das einfach gar nicht. Deswegen muss ich jetzt auch mal Tschüss sagen. Ich muss rüber zu meinen Wissenschaftlern. Aber pass mal auf, du machst das mal wieder, ne? Wir machen das unbedingt wieder. Ja, und dann, lachen wir die ganze Nacht. Oder vielleicht habe ich auch mal das Glück und komme in ein Krankenhaus, die Horst-Schmidt-Klinik. Ja. Und dann lachen wir die ganze Nacht, ne? Natürlich. Und lachen uns eigentlich dann tot. Also Tschüss, gern. Bis dann. Ne? Danke. Okay, bleib ja, wach, ich auch. Ne? Mhm. Jetzt sehe ich Sie. Ja, ich sehe Sie auch. Und Sie sind auch schon angezogen. Ich bin ja Frühschichtler. Ehrlich? Ich gucke mal einen Augenblick. Aber Sie sind ja gar nicht. Ja, Sie sind auch eindeutig nicht im Schlafzimmer, Sie sind schon im Büro. Ja. Ja, Kinder, wann. Büro nicht da, in meinem Büro ist das nicht da. In dem Zimmer arbeite ich zu Hause. Ehrlich? Ja. Wissen Sie eigentlich, war so mein Wunsch gewesen, wenn ich nur so im Bett liege, Sie anzurufen, weil ich immer zwischen 5 und 6 ins Grübeln komme. Geht's Ihnen eigentlich auch so? Die Morgenstunde ist die beste Stunde. Ist das wirklich die beste Stunde? Morgenstunde hat Gold im Mund. Sind Sie gar kein Zweifler? Sind Sie wirklich so gefestigt? Also das beneide ich bis zum geht nicht mehr. Da werde ich wahnsinnig, wenn ich das höre. Ich wache auf um 5 und kann dann eigentlich nicht mehr einschlafen. Und das gibt mir fast dauernd so. Ich meine das ernst. Ich meine es auch ganz ernst. Ich bin auch einer, der morgens schön durchhängt. Ich bin ein Morgenmuffel und trotzdem ist die Morgenstunde eine schöne Stunde. Sie haben doch allerhand Druck in sich gespeichert, ne? Der sich da irgendwo entlädt. Wie gehen Sie damit um? Das frage ich also mich. Morgens bin ich von der Rolle und das ist auch ganz schön. Das ist eine schöne Zeit. Tagüber muss ich immer an der Rolle sein. Abends bin ich ausgepowert. Und tagsüber an der Rolle, also ist die schöne Stunde morgens, es telefoniert nicht, es will niemand etwas von mir. Ja. Ich kann so vor mich hin denken, wenn ich denke. Stehen Sie da auch früh auf und gehen dann so ein bisschen rum? Oder? Ich stehe früh auf, ja. Ja? Haben Sie auch einen Hund zum Ausführen? Hunde habe ich nicht, aber Katzen schleichen um mich herum, jetzt auch. Ja? Kann man die vielleicht sehen? Irgendwo die sind nicht dressierbar. Wenn sie... Ja, klar, das weiß ich. Okay. Ne? Ja. Sie können ja das Bildtelefon nehmen und in Richtung Katze halten, aber wenn die nicht da ist. Nein, Moment, ich muss mal die Tür aufmachen, vielleicht kommt sie. Ja? Bleiben Sie mal dran. Gerne, weil ich meine, wir wollen auch eigentlich schon Norbert Blüms Katze sehen, ne? Pia. Jetzt Pia heißt sie, ne? Schöner Name. Nein, sie ist nicht. Sie ist nicht da, ne? Nein, sie ist nicht da. Die war aber schon heute Morgen schon mal. Ist schon mal um mich rumgeschlichen. Und was passiert jetzt? Machen Sie jetzt allein Frühstück oder stellen Sie Ihre Frau auf und machen das zusammen? Da kommt die Lea, Leachen. Oh, da kommt ja die Lea. Das war ein vergeblicher Dressurakt. Ein eigenwilliges Tier. Ja, ich bin sehr, sehr glücklich, dass Sie das mit Ihrem Tier auch nicht in den Griff kriegen. Ich habe die ganze Nacht und den gestrigen Abend Probleme mit meinem Hund Billy hier in der Wohnung. Haben Sie zufällig reingeguckt schon mal? Ich habe vorhin noch reingeguckt, da war Billy, hat von Ihnen ein Leckerli bekommen. Ja, er wollte es nicht. Konnte morgen so wenig zu sich nehmen wie ich. Ja. Sind Sie kein Frühstücker? Nein, ich bin kein Frühstücker. Wann geht's los, mittags erst? Ach, vor 9 kann ich nichts essen. Ist aber nicht gesund. Das kommt noch aus alten Studentenzeiten, da habe ich so allein morgens Frühstück machen. Fand ich immer ein bisschen komisch. Ja? Also ich fress mich zu Tode morgens und esse dann den ganzen Tag nichts, sondern erst wieder abends. Das soll ja auch gesünder. Man sieht es an Ihnen, das ist ja viel gesünder. Ja, ich mache das abends und abends, da gibt es ja so Sprichworte. Morgens wie ein König und abends wie ein Bettler essen.
Ich glaube, das ist so. Ja, ja, ja. Und ich mache das umgekehrt. Ja. Und wann geht es jetzt so an die Arbeit und zur Sache, so bundestagsmäßig? Zur Sache, ich fahre so um 7 Uhr ins Büro. Ja. Aber hören Sie mal, da Tausende sind ja zur gleichen Zeit jetzt schon richtig in der Schicht oder fahren zur Frühschicht. Das ist richtig. Also ich meine auch, dass es also nicht überwältigend ist, 7 Uhr schon. Ist denn heute was im Bundestag? Nee, ich glaube erst morgen, ne? Nein, morgen ist Bundestag. Ja. Das heißt nicht, dass, wenn kein Bundestag ist, ich Urlaub hätte. Nee, um Gottes Willen, das würde ich wirklich nicht sagen. Ne? Kriegen Sie da irgendwie, wenn Sie jetzt zur Arbeit fahren, Blaulicht und Begleitschutz? Oder muss man da so durch den Stau wie alle? Nichts Blaulicht. Also Stau für alle? Stau, Stau ist sozialisiert. Was liegt denn an am Dienstag? Haushalt, der Haushalt, das ist die Haushaltswoche. Mhm. Die ganze Woche ist Haushalt 98. Ist das nicht schrecklich? Ich finde eigentlich eine Parlamentssitzung, wenn richtig Rambazamba ist eigentlich... Wenn Rambazamba ist, Ist eigentlich richtig Demokratie. Es muss auch gefetzt werden. Der Konflikt ist ja auch ein Stück demokratischer Lustgewinn. Ich meine, das kommt darauf an, wie gefetzt wird. Wenn das nur zur Person geht, da finde ich das eigentlich nicht so unterhaltsam. Aber über eine Sache sich zu streiten... Ja. Mit Zwischenrufen und Intervention, also langweilig eine Rede runterlesen, dazu braucht man eigentlich kein Parlament. Habe ich Ihnen eigentlich schon mal gesagt, dass Sie mein Lieblingsminister sind? Oh Gott, jetzt machen Sie mich doch nicht. Nee, das ist auch das Schlusswort. Ich muss nämlich jetzt die Bundeswehr wecken. Wir müssen jetzt an die Kaserne und die muss ran. Das ist ganz klar, ne? Man weiß ja nie. Ganz, ganz herzlichen Dank. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Tschüss. Und Grüße auch an die Katze und natürlich an Ihre liebe Frau. Ne? Ja, mach ich. Bis zum nächsten Mal. Tschüsschen. Meine Damen und Herren, wir sehen hier erstmal, glaube ich, ein Standbild, ne? Denn so langsam bewegen sich Soldaten nicht. Aber jetzt kommt Bewegung rein. Das Kasernentor wird geöffnet. Der WDR-Wagen fährt rein. Noch ein WDR-Wagen fährt rein. Am Wachhäuschen vorbei. Es geht um die Ecke. Und das macht selbst der Billy irgendwie munter. Einen recht schönen guten Morgen. Ich bin Herbert Feuerstein. Ja, schönen guten Morgen. Stabsminister Galasch, Kamerad Feuerstein. Moment, ich bin noch nicht eingezogen, gell? Nicht jetzt ganz so schnell. Wir wollten nur mal reingucken. Stabsoffizier Galasch, war das richtig? Stabsunteroffizier. Unteroffizier Galasch? Ja, richtig so. War richtig, okay. Kamerad, Sie sind das, was man auf der Binde sieht, ein Ufts. Ja, genau. Ein Unteroffizier. Richtig. Unteroffizier vom Dienst. Und das bedeutet, dass Sie für diesen Abend die Kontrolle haben über diesen Kasernenbereich, ne? Ja, über die Inspektion. Über den Kasernenbereich, das ist der UV war. Mhm. Mussten Sie die ganze Nacht aufbleiben? Nein, ich habe noch einen GVD, das ist der Gefreite vom Dienst. Der unterstützt den UVD. Ja. Und was macht der? Also, wenn irgendwie Ärger ist, dann kommt er zu Ihnen und sagt. Es gibt Probleme und Sie springen aus dem Bett. Ja, der meldet mir einfach nur die Probleme, weil ich die Handhabung halt habe. Ja, Sie haben neue Rekruten unter sich? Ja, genau. Und jetzt schlafen die noch fest, ne? Ja, genau. Und jetzt wollen wir sie aber wecken, wie es sich gehört. Es ist so um 5.15 Uhr, 5.20 Uhr. Und ist das die normale Zeit oder macht ihr das heute irgendwie später für uns? Nee, normalerweise durch den Kameraden Blüm sind sie ein bisschen später dran, aber wir hätten normalerweise um 5.15 Uhr geweckt. 5.15 Uhr ist Weckzeit, ja? Gut, dann wollen wir mal zusehen, wie das so vor sich geht. Gehen Sie jetzt in die Stube rein oder was passiert jetzt? Nee, die Stuben liegen weiter zurück, sprich, da kommen wir jetzt nicht hin. Ach so, wir müssen einfach den Flur runter, ne? Ja, ich versuch's einfach mal. Rechts ist dann der Waschraum. Ja. Aufstehen! Aufstehen! Erste Kompanie! Hört man das? Oder nutzt das gar nichts? Also ich habe mir irgendwie gedacht... Doch, das hat man schon gehört. Hat man gehört, ne? Dass die wieder Blitz hier rausrennen. Aber es sieht gut aus, ne? Mhm. Ach, jetzt kommen sie richtig. Das hat genutzt, ja. Aha. Sie sind alle putzmunter.
Was gibt's denn... Ja, haben sich gefreut. Ja, was ist denn heute im Programm angesagt für die neuen Rekruten? Heute ist hauptsächlich so, dass die Kameraden in den Unterrichtsraum gehen, sprich die Kameraden werden heute eingewiesen vom S1, ja, der die ganze Planung unter sich hat. Ja. Also werden die heute gesagt bekommen, da wir hier in der Schule sind, die ausbildet für die multidivisionalen Stäbe, die kriegen heute gesagt, ob sie nach Shape oder nach Straßburg oder sonst wo hingehen. Aha, klingt vernünftig. Für ihre weitere Verwendung nach der Grundausbildung. Ja. Es gibt jetzt dann sowas wie einen Zählappell, ein bisschen später, ne? Wenn die alle gewaschen sind und fertig angezogen, kann ich mich da beteiligen? Ja, richtig, ca. 30 Minuten. Ja, gerne. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns zum Zählappell wieder und schauen, ob irgendjemand abgehauen ist über Nacht oder sonst wie fehlt. Und erstmal recht schönen Dank. Und es war beeindruckend, wie die da alle so rauskamen und munter sind und gut drauf. Bis später, ne? Ja, gut, okay, bis später. Jetzt setze ich mich erstmal dahin und versuche aufzuräumen. Boah, schon wieder eine halbe Stunde vorbei. 5.30 Uhr, die Zeit fliegt dahin. Ich glaube, ich muss jetzt irgendetwas tun, um mit dem Intendanten eine Verlängerung dieser 12 Stunden um 2-3 weitere Stunden zu kriegen. Ne? Ich glaube, das schaffen wir niemals. Das Tempo ist zu hoch. Was mich jetzt interessieren würde, ist, gibt es um diese Zeit schon jemanden in der Telefonzelle, der zu einer Aktion bereit ist? Ich guck mal nach raus. Würde mich wirklich sehr wundern. Da ist jemand tatsächlich zur Morgengymnastik bereit, Kinder. Finde ich großartig. Wer ist in der Telefonzelle? Darf ich das mal... hallo? Guten Morgen. Hallo? Ja, hallo? Ja, guten Morgen, lieber Herbert. Hallo? Ja, ich würde auch sagen, ne? Also erst greift man zum Hörer, dann spricht man und dann hört man sich. Guten Morgen. Guten Morgen, hörst du mich? Ich höre dich gut, wer bist du? Mein Name ist Toni Maroni. Toni Maroni ist ein Name, den man nicht so leicht vergisst, ne? Richtig, genau. Ja, was hast du denn vor? Ich möchte dir ein Lied singen, als Frühgymnastik. Ist es ein Lied, zu dem man auch gymnastische Bewegungen machen kann? Eigentlich schon, ja. Ist das, wozu diese netten Leute vorher angetreten sind? Könnte man so sagen, ja. Finde ich großartig. Dann sing doch mal und wir schauen jetzt zu. Hm? Ich hoffe, dass das jetzt gut rüberkommt. Kann man das verstehen? Ich höre dich fantastisch. Gut. Du bist mehr als eine Sünde. Jeppa! Und das ist mein Problem. Denn so eine Frau aus Gold, die habe ich immer gewollt. Und das musst du verstehen. Ah, 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 ah. Du bist mehr als eine Sünde. Hossa! Und der Himmel stürzt ein. Ba-ba-da-da-da-ba. Wenn man alles riskiert und sich dann ganz verliert, kann es nur mit dir sein. Anke. Anke. Du bist mehr als eine Sünde. Du bist mehr als eine Sünde, weißt du das und eigentlich? Das ist mein ich mache gerade Frauengymnastik. Finde das toll. Ja. Hast du dich schon wieder umgezogen? Mein Sportdress. Die habe ich immer gewollt. Und das musst du verstehen. Ich könnte dir stundenlang zusehen. Ja, vielleicht solltest du einfach mitmachen bei der Sportgymnastik. Ja, ich habe das gemacht. Sagt man das Sportgymnastik? Ja. Da ist ein hervorragender Sänger, den du da wieder engagiert hast, Herbert. Du hast dich engagiert, die kommen von selber. Wir entdecken hier unglaubliche Talente. Ja. Spitze. Du bist mehr als eine Sünde. Und das ist mein Problem. Da kommt doch irgendwie... Wir haben uns heute noch gar nicht angefasst. Das haben wir auch gestern nicht. Weißt du? Das ist, ist ganz komisch. Ich kann es nicht erwarten. Wie lange noch? Ja. Das geht jetzt bis 8 Uhr durch. Ne? Stark, echt stark, du. Ich freue mich. Und der Himmel stürzt ein. Und es wird immer einen Ton höher, weißt du? Der Himmel stürzt es auch gleich an. Ich glaube, da kann man nicht, da muss man durch. Kann es nur mit dir sein. Und nochmal zum Schluss. Ja, zum Schluss jetzt, ne? Das heißt, es sieht aus wie Schluss. Und sich dann ganz verliert, kann es nur mit dir sein. Oh yeah! Großartig. Toni Maroni, ich glaube, das war eine Sternstunde. Um diese Zeit... So tolle Musik, so wunderbare Leute. Diese nette Gruppe, kann dir einmal mir ein bisschen winken und vielleicht am Telefon irgendwie mal sagen, wer ihr seid? Ja, Rüdiger, bring die mal hin. Die Menschen sind begeistert. Zu dieser frühen Morgenstunde Applaus von allen Seiten. Komm, wir beide passen hier rein. Hallo, guten Morgen.
Hallöchen. Wer ist diese nette junge Dame? Herr Feuerstein. Guten Tag. Es grüßt Sie die Brakler Seniorenballettgruppe und einige Männer, junge Männer aus dem Münsterraum. Aus dem Münsterraum? Ja, die haben sich angeschlossen. Das finde ich großartig. Ist das Ihre Gruppe? Ja. Fantastisch, ne? Ich würde sagen, mehr davon, das hält jung, das hält fit. Ich fühle mich auch ganz, ganz anders und atme zum ersten Mal richtig durch. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Kommen, ne? Ja. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg, gell? Ja, danke schön. Tschüsschen. Guten Morgen nochmal. Ich bin zum zweiten Mal hier. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Wunderschön. Ist jetzt der Zählappell fällig? Ich habe hier schon eine Liste, die ihr mir gefaxt habt. Oder was passiert jetzt? Ja, circa noch 2-3 Minuten, dann rufen wir raus. Ach so, wir sind noch ein bisschen früh dran. Treten die Männer vor den Stuben an. Ja, dann würde ich sagen, meldet uns doch kurz, wenn die angetreten sind. Und was muss ich da tun? Ist das nur üblich, die Namen abzulesen? Oder gibt es da auch noch einen Tagesbefehl? Oder wie sieht das aus? Nee, ganz normal. Die Männer gehen gleich zum Frühstück. Das heißt, sie sagen dann einfach nur ohne Dienstgrad und rufen die Namen der Männer auf. Aha. Soll ich das jetzt schon machen? Wenn ich die rausgerufen habe, weil das klingt ein bisschen blöde, wenn die das auf der Stube vor sich herbrummeln. Also rufe ich die Männer jetzt raus, ja? Und dann machen wir das. Gut, dann gucken wir doch mal zu, wie die jetzt rausgerufen werden. Rennerzug, Portstuben, antreten! Ausstellen, Ausrichten. Kameraden, hört ihr mich? Können mich die Kameraden hören? Fertig! Fertig! Boah. So, jetzt vielleicht. Nochmal probieren. Ja? Hört ihr mich? Hört ihr mich laut und klar? Wenn ja, dann sagt ihr ja, Feuerstein. Ja, Feuerstein! So ist das richtig! Jetzt komme ich in Form. Also, Ackermann! Hier! Bauer! Hier! Berghaus! Hier! Broschat! Hier, Feuerstein! Ich habe nicht gesagt, hier Feuerstein, sondern hier heißt das! Bürk! Jawohl, Herr Feuerstein! Hier hat ja wohl jeder seine eigene Antwort! Feller! Hier! Friedrich! Hier. Gels. Hier. Gross. Heidrich. Hier. Hellmann. Hier. Ide. Hier. Ja, oh, hey, Ide, Ide, das war mir zu schwach. Ide, vortreten. Wo ist denn der Ide? Traut sie nicht. Dann will ich ein lautes, klares Hier hören, wenn ich wieder den Namen sage. Ide! Hier! Jawohl. Ide, dafür gibt's heute frei. Jan? Ja. Jeske? Hier. Sturm? Ja. Und Weber? Hier. Es sind alle hier. Jetzt weiß ich nicht, die Liste, die ich da rechts habe, muss ich die auch aufrufen oder war das nur die Linke? Waren das jetzt alle? Ich weiß jetzt nicht, welchen Zettel Sie haben. Ach so, das ist auch wieder wahr, ne? Das ist dieser Zettel hier. Ne? Aber ich finde, das ist toll und keiner fehlt. Die Kompanie ist vollständig. Ich würde sagen, was sagt man jetzt? Abtreten oder was sagt man jetzt hier? Was kommt einfach jetzt an? Links um machen, vor dem Gebäude in Linie antreten. Links um machen? Und ich habe das nicht so ganz gehört. Vor dem Gebäude in Linie antreten, im Laufschritt, Marsch, Marsch. Vor dem Gebäude in Linie antreten, Laufschritt, Marsch, Marsch! Los, Abmarsch. Die Leute, die jetzt wegrennen, die bringen noch den Schlüssel zum UVD, der Rest tritt dann unten an. Großartig. Ich glaube, ich will auch in der eigenen Kaserne. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich hoffe, den Ablauf nicht. Wie ist denn meine Stimme so als Kommandostimme?
Ja, brauchbar. Ist brauchbar. Ausbaufähig, würde ich sagen. Ja. Ja, also, wenn ihr irgendwo mal einen General braucht, ne, ihr wisst, wo es ihn gibt. Herzlichen Dank und schönen Tag noch. Ne? Ja, ebenso. Danke. Tschüsschen. Tschö. Boah, ich habe mir jetzt total... Jetzt kommt der Moment, nachdem wir die Bundeswehrkaserne geweckt haben, wo ich meinen Intendanten wecken darf. Und wehe, der sitzt auch angezogen am Fernseher. Ich versuche es jetzt mal. Ich nehme den da hier. Damit ist es leichter. Ist es denn schon soweit? Es ist erst 5.50 Uhr, ne? Ich glaube, mit Gleitchen haben wir ausgemacht um 6 Uhr. Ich will keinen Ärger kriegen, wenn der Intendant sagt, wieso habe ich ihn nicht 10 Minuten länger schlafen lassen. Ich frage mal die Regie, seid ihr sicher, dass ich jetzt den Intendanten wecken soll? Wisst ihr, was das heißt und so? Das kann Folgen haben. Soll ich wirklich jetzt unseren Intendanten wecken? 10 Minuten vorher. Na gut, ich mach das, wenn ihr sagt, mach ich das. Achso, ich bin jetzt ganz aufgeregt. Mach ich das? Würdet ihr das sagen? Wenn ihr wohl wissen, was sie tun. Ich steh mal lieber auf. Hallo? Hallo? Gleitgen. Guten Morgen, das ist der Herbert Feuerstein. Wir haben noch kein Bild, aber es baut sich gleich auf. Wir haben noch kein Bild. Was haben wir denn heute? Heute ist der Montag, der 8. September. Hallo, jetzt kann ich Sie sehen. Und Sie sind ebenfalls angezogen und schon wieder bei der Arbeit. Kann das sein? Nein, absolut nicht. Ich bin im Tiefschlaf. Wie viel Uhr haben wir jetzt? Jetzt haben wir, es ist ein bisschen früher als, wir haben 5.51 Uhr und 56 Sekunden. Naja gut, ich will ja nicht kleinlich sein. Für wann waren wir verabredet? Ich wusste, dass das kommt. Die Regie hat mich reingeritten, Herr Pleitgen. Die haben gesagt, ich soll ohne weiteres und so, weil wir ein bisschen zu früh sind. Wir waren verabredet für 6 Uhr, ich weiß das. Ja, das ist Gorbatschow, na gut, also. Ja, also die 9 Minuten, ich hoffe, Sie sind da nicht zu nachtragend. Nein, es wäre 6 Uhr genauso schlimm gewesen. Es wäre genauso schlimm gewesen, ne? Ja. Sie sitzen jetzt wie geht's Ihnen eigentlich? Ich muss Sie fragen aus Fürsorge. Wie geht's Ihnen? Haben Sie ärztliche Betreuung? Wie haben Sie die Nacht überstanden? Ich finde das lieb und zugleich auch wieder erschütternd, weil mir das andeutet, dass Sie nicht geguckt haben, ne? Ich dachte, Sie würden die ganze Nacht fieberhaft mit dem Rechner an der Sendung sitzen und mitkalkulieren. Nein, also ich wusste, dass ich zur quotenstärksten Zeit den Auftritt habe. Darauf wollte ich mich vorbereiten. Ich war bis 12 Uhr dabei, es war wunderbar. Sie waren bis 12 Uhr dabei? Ja, das hat Ihnen ja auch Ihr Kollege Schmidt auch bestätigt. Großartig, großartig. Aber ich wollte dann auch fit sein. Ist Billy denn noch dabei? Ich frage nämlich. Absolut. Deshalb, ja? Weil gestern mein Hund mit ihm andauernd gesprochen hat. Den Ehrlich? Jetzt weg. Ja, ich habe ihn jetzt ein bisschen weggeschlossen, denn der hätte jetzt so gebellt, wenn Billy bellt, bellte er auch immer. Die hatten sich offensichtlich einiges zu sagen. Ich werde auch das Video, ich werde es aufzeichnen, habe es aufzeichnen lassen, werde es dem Hund nochmal zeigen, wie er sich zu benehmen hat. Denn mein Hund reagiert nicht so darauf. Der reißt immer nur die Schnauze auf. Und das hat er auch getan, hat mit Billy das auch immer wieder ausgetauscht. Sehen Sie da vielleicht eine Chance für mich in der Rubrik Hundefernsehen? Ja, denn da fehlt uns ja noch was. Wann gibt es den Witz der Stunde? Den gibt es in 2 Minuten. Ich glaube, Sie haben sich auch schon totgelacht darüber, ne? Rolf Zacher? Nein, ich wollte auch einen erzählen. Oh, bitte! Wir haben noch 2 Minuten. Ja. Ja, ist ein stubenreiner Türkenwitz. Ja? Also der Schmitz steht im Hof und sieht, wie sein Nachbar Ali den Teppich klopft. Ja? Nach 3 Minuten fragt der Schmitz ganz fürsorglich, spring da nicht an? Ja? Ist bei Ihnen ja nicht angesprungen, ne? doch. Nein, ich bin ein verzögerter Witzlacher und finde das sehr, sehr gut. Liegt vielleicht auch am Bildtelefon. Das ja merke ich ja auch. Da kommen ja die Bewegungen nur ruckartig. Und da setzt ja wahrscheinlich das Gehirn auch nur ruckartig ein. Nicht? Es ist 6 Uhr. Ich bedanke mich. Ciao. Einen schönen Tag. Tschüsschen. Jo, tschüss. Boah, ist das ein Intendant, Kinder. Thank you.
den Witz von in der Dankenhütte, diesen Türkenwitz, aber toll. Nee, ja, so eine Witze, ja, was hat man mir hier gemacht, was, jetzt, was ich für einen Witz jetzt wieder loswerden muss. Ehrlich? Was sagt ein arbeitsloser Soziologe zu einem Soziologen mit Arbeit? Einmal Pommes mit Mayo, bitte. Hast du Frühstück da oben für mich? Auf dem Tisch standen Leberwurstbrote. Der Hund war alleine in diesem Zimmer. Wir waren draußen, alle. Kamera, alles war draußen. Der Hund hat die Leberwurstbrote nicht angerührt. Ist das ein Hund? Ja. Ein Applaus für Billy. Danke. Billy, du bist großartig. Du hast heute das wirklich so schön gemacht. Und hast auch schon gemerkt, ne, der Intendant mag dich auch mehr. Lass uns jetzt vielleicht zusammen Leberwurstbrote essen. Und zwar immer so, ein halbes für mich. Genau die Hälfte. Und ein halbes für dich. Willst du? Billy, ich muss das jetzt leider ein bisschen zurückstellen, weil ich glaube, es ist ja kurz nach sechs und das Flugzeug, weißt du, das wir begleitet haben, aus der Dominikanischen Republik, das scheint jetzt schon in Düsseldorf anzukommen. Da kommt erstmal der Wagen mit der Treppe, der fährt natürlich vorne vor, da ist die Komfortklasse, ne? Die darf immer zuerst aussteigen. Vielleicht können wir mit den ersten Leuten gleich reden oder so. Boah, die kommen doch so luftig an. Guten Morgen. Guten Morgen. Nicht so schnell vorbeigehen. Guten Morgen. Bleiben Sie doch mal kurz stehen. Hallo. Guten Morgen. Die wollen eigentlich mit mir reden. Ich glaube, das war die Ansprache, die ich gehalten habe. Oder könnt ihr mich nicht hören? Guten Morgen. Guten Morgen. Hallochen. Bleiben Sie doch mal. Hallo schon. Ja, hallo. Haben wir Sie erschreckt? Sie sind einer der ersten Passagiere gewesen, die rausgekommen sind. Heißt das jetzt Komfortklasse? Ja, richtig. Oh, hey. Wo waren Sie denn in der Dominikanischen Republik? Na, sagen wir mal so, ich bin da immer. Ich komme jetzt gerade in Urlaub für eine Woche. Ach, Sie leben dort? Ich lebe da drüben, ja. Aha. Und Sie kommen also praktisch auf Urlaub nach Düsseldorf? Ja, genau genommen nach Koblenz. Und wie zwar, meine Mutter wird 80 Jahre und das ist der Grund, warum ich hier rüberkomme. Fantastisch, da würde ich sagen, nehmen Sie einen ganz lieben Gruß für Mutti von mir mit. Wie ist denn so, fühlt man sich in der deutschen Temperatur jetzt? Unangenehm, etwas kalt. Ja, ich sage, so luftig angezogen. Ich würde gerne im Hintergrund guten Morgen und guten Morgen sagen. Hallochen, kommt ruhig ein bisschen näher, wenn ihr Lust habt. Haben keine Lust, ne? Wie war das eigentlich mit meiner Ansprache? War die zu hören? Hat die großen... Ja, die war einwandfrei zu hören und man muss sagen, also... Ja? Hallo, bleiben Sie doch mal da. Hey. Ja. Einfach da bleiben. Da ist ja noch jemand. Ja? Ne? Hallo? Ich kann jetzt nicht viel sehen, weil da sehr wenig Licht drauf ist. Ihr seid beide alleinreisende Männer. Stimmt das, dass es dass da die Post abgeht in der Dominikanischen Republik? Ja, da geht voll die Post ab, voll die Seuche. Nee, das ist nicht wahr. Nee, ich bin auch nicht alleinreisend. Meine Freundin, die steht hier hinten. Ah, da bin ich ja so erleichtert. Ich dachte jetzt, ich sehe sowas ganz, ganz Böses. Nee, wunderbar. Wo kann man die nicht sehen, die Freundin auch? Ja, die kommt. Komm mal her, Simone. Simone, komm mal her. Komm mal her. Wir sind im Fernsehen. Nee, wir müssen jetzt fahren. Der Bus fährt ab. Nee, der wird nicht fahren. Den würden wir einfach aufhalten. Ne? Ja? Nee, klar. Komm mal her. Nur mal einen guten Tag sagen. Wir wollen ja Simone sehen. Sollst du mal guten Tag sagen? Ja. dann nehme ich die Tasche mal mit. Ja. Wo ist Simone? Ach, da hinten ist sie. Hallochen. Ja? Sag mal, ihr seid alle nicht so braun, wie ich mir das denke. Macht das Morgenlicht oder war die Sonne nicht so toll? Doch. Das ist also schon super braun geworden. Jetzt ist der Bus weggefahren. Ich wollte eben sagen, fahrt auf keinen Fall den Bus weg. Jetzt ist der weggefahren. Ja, es kommt aber gleich noch einer. Ja klar, da ist der nächste schon. Ihr habt's ja nicht so eilig. Nee. Guten Morgen. Feuerstein, guten Morgen. Guten Morgen, lieber Jörg Kujak. Live aus
kleine Dachwohnung in Köln. Jetzt bin ich irgendwie echt kalt. Sind Sie fertig mit Radio Energy? Ich habe die immer noch auf dem Kopfhörer. Ja, ich habe die auch immer noch im Kopfhörer, aber die müssen wir jetzt, glaube ich, irgendwie wegdrücken. Also es war schön, mit euch geredet zu haben. Falls ihr hier drauf seid, drücke ich mal drauf. Wir wollen nicht mehr. Wir fühlen uns ausgebeutet. Wir machen den Blödsinn nicht mehr mit. Außerdem bin ich müde. Piep. Das war Kinzler Hauser. Sie haben wahrscheinlich das Bild nicht gesehen. Die für uns die ganze Nacht die Zeit angesagt haben und jetzt keine Lust mehr haben. Ne? Ich habe ja eigentlich auch keine Lust mehr. Ich hätte auch wahnsinnig große Freude, wenn ich jetzt sagen könnte... Schluss. Ne? Na, eigentlich wollte ich es viel deftiger sagen, aber ich habe mir überlegt. Ne? Ich sehe nämlich draußen, dass man die Dämmerung langsam hochkriegt. Im Hintergrund wird jetzt schon umgebaut. Vor allen Dingen kriegt die Kälte kriegt hoch. Und ich würde Folgendes vorschlagen. Wir müssen den Flieger jetzt vorbereiten für den nächsten Flug. Da kommt nämlich schon die nächste Crew. Ja. Uns hat die Sache sehr viel Spaß gemacht. Wenn Sie Lust haben, lade ich Sie ein auf einen meiner nächsten Flüge. Start und Landung im Cockpit. Allerdings logischerweise auf den hinteren Sitzen. Klingt vernünftig. Also auf dem Schoß von Ihnen wollte ich mich sowieso nicht setzen. Aber ich bin ein begeisterter Co-Pilot und könnte dann auch vielleicht so ein bisschen zur Hand gehen mit Loxodrom und adiabatischer Höhengleichung und diesen ganzen Sachen. Ne? Eins hätte ich gern noch gewusst. Ja? Sie haben mir vor 8 Stunden erzählt, dass Sie ein PPL haben. Ja, hatte. Den haben Sie ja... Hatte? Ja. Ah, denn ich wollte fragen, Sie haben ja richtig so Panzergläser vor den Augen. Naja, aber Sie wissen genau, wenn man den erworben hat und nachher steigt die Kurzsichtigkeit graduell an, verlieren Sie ihn deswegen nicht. Sie können nur keinen neuen kriegen und ich könnte keinen CPL haben. Aber irgendwo ist die Grenze, das wissen Sie auch. Ja, ich weiß es auch, deswegen habe ich auch den Flugschein zurückgegeben. Ah ja, dann sind wir ja alle beruhigt. Da könnt ihr absolut beruhigt sein. Also in meiner Biografie steht immer auf allgemeinen Wunsch der europäischen Fluglotsen. Aber in Wirklichkeit habe ich das selber gesagt, weil irgendwo ist die Grenze und ich habe 7,5 Dioprin inzwischen. Ich sehe, das können Sie sicher ganz gut einschätzen, beim Fliegen immer noch besser als ein Laie, wenn irgendwo ein Flugplatz ist. Aber so in den Feinheiten wird es dann schon ein bisschen kritisch. Ne? Also ich werde wahrscheinlich mit Sicherheit nicht mehr Verkehrspilot werden. Und Herr Kujak, es war wahnsinnig schön, Sie begleiten gedurft zu haben. Ich bewundere Sie für Ihre Zurechnungsfähigkeit an diesem frühen Morgen. Ich selber bin fix und fertig. Ich habe jetzt 11 Stunden Sendung hinter mir. Und ich bin immer dankbar, wenn ich noch einen zusammenhängenden Satz rauskriege. Bei Ihnen geht es nach Hause. Wohin geht die Maschine jetzt? Die Maschine, die geht nach Köln, also gerade mal hier ums Eck, weil sie dort gebraucht wird, leer, ohne Passagiere. Ja. Und die Kabinencrew geht nach Berlin und der Herr Schröder, der erste Offizier und ich gehen nach Frankfurt. Und wann kommt Ihr nächster Trip? Und letzter Satz von mir und wir beiden gehen jetzt ins Bett. Nächster Trip in 3 Tagen. Wunderbar. Okay. Alles Gute. Tschüss. Herzlichen Dank. Danke. Tschüsschen. Ciao. Ich kann normalerweise so originell sein und so gute Fragen stellen. Ich bin wirklich kaputt, Kinder. Es ist jetzt 6.22 Uhr und langsam kriegt der Tag hoch. Das wäre normalerweise eine Zeit für ein Gedicht, ne? Aber jetzt ist es Zeit für gar nichts. Ich würde sagen, geht einfach raus und schaut euch die verdammte Dämmerung an. Knochen, Billy, mein Lieber. Ganze Nacht warst du wach, ne? Willst du spielen oder irgendwas? Hm? Mein Süßer. Mein Lieber, mein ganz Süßer. Das ist die Szene, wo sie eigentlich umkommt, ne? Und wo sich seine Liebe in Enttäuschung und dann Wut verwandelt und irgendwann man stirbt dann am Ende. Ne? Und der nächste Satz, der ist dann so eine Art Wahnsinn. Du bist wunderbar. Du hast so viel besser durchgehalten als ich. Ja. Ein bisschen leiser. Ich könnte jetzt stundenlang hier mit dir so sein, aber wir müssen noch ein bisschen die Sendung weitermachen.
zum Frühstück gehören Eier, meine Damen und Herren. Und ich habe eben ein Signal erhalten, dass wir in der Telefonzelle eine Aktion haben, die mit Eiern zu tun hat. Ja, ich möchte hier drei rohe Eier in der Telefonzelle jonglieren. Drei rohe Eier und die sind auch dann, glaube ich, für mein Frühstück bestimmt. Ja. Und die kriege ich hier rauf. Ja. Das heißt also, du darfst hier, Billy, sei ein bisschen ruhig, es geht hier um drei rohe Eier. Und die darf ich dann zum Frühstück braten, ne? Ja. Das sieht sehr gut aus. Das sieht fantastisch, ein bisschen höher, würde ich schon sagen, ne? Telefonzelle ist hoch genug. Großartig. Ich finde, das ist fantastisch. Ist das etwas, was deine Zukunft bestimmen wird? Hast du eine Karriere als Jongleur bevor? Nö, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Großartig. Ich würde sagen, ich bedanke mich herzlich und irgendjemand wird dir die Eier abnehmen und ich werde sie dann hier hochziehen oder bringen. Ich habe da irgendwo ein Körbchen, das ich zwar im Augenblick nicht sehe. Und schönen Dank, ne? Ja. Eine große Zukunft als Jongleur besteht dir mit Sicherheit zuvor. Tschüsschen. Ja, tschö. Hallo? Hallo, Frau Hochstetter, sind Sie schon wach? Guten Morgen, hier im Severinsviertel. Ja, hallo. Das ist immer die schönste Zeit des Tages. Finden Sie auch, gell? Ja. Wir haben ja wirklich Glück. Es ist, gestern sah es ja mal so aus, als käme der große Regen. Und da hatten wir ja tierische Angst davor, denn das hätte uns hier alles da mit den Scheinwerfern und so kaputt gemacht. Hatten Sie eine schöne Nacht so mit der Arbeit? Ja, also eine schöne Nacht ist gut. Ich hatte eine arbeitsame Nacht, würde ich sagen. Ja? Aber ich habe auch noch 1,5 Stunden geschlafen. Sie haben es aber doch geschafft, ne? Ich habe es geschafft. Ja. Ich habe da so ein bisschen vor mich hingedämmert. Ja, aber ich habe Sie nicht beim Schlafen gezeichnet. Sondern das ist mir Ihr Augenaufschlag zu schön. Den habe ich mit drin. Darf ich denn das Ergebnis sehen? Ja, erstmal. Ich zeige Ihnen jetzt erstmal die kleine Skizze aus, der dann das große Bild geworden ist. Ich weiß gar nicht, ob ich das große Bild hier aus dem Fenster kriege. Das müssen wir irgendwie schaffen. Und selbst wenn es nur in Teilen ist. Das ist das Kleine. Oh, das ist. Ich gucke jetzt hier das auf dem Monitor an. Ja. Das finde ich schon mal ganz süß. Ist fast zu schön für mich. Ne? Der sieht irgendwie so jung aus. Nee, ist ja. Süß, ja. Nee, ich würde sagen, die Schönheit also, entspricht der Wahrheit. Aber jetzt kommt das Große, jetzt wird es ein bisschen schwierig mit dem Apparat. Einen Augenblick, ja? Ja. Ich habe es gerahmt, also damit es auch noch was aussieht, das muss ja sein. Ja, passen Sie auf, Frau Hochstetter, was halten Sie davon, wenn Sie mit dem Bild vielleicht runterkommen auf dem Platz und wir zeigen das da bei der Telefonzelle oder so irgendwo? Ich glaube, ich kriege es hier raus. Sie kriegen es raus, das wäre toll. Moment. Ich sehe gerade die Anke da unten, aber die sehe nur ich. Ne? Wir bleiben jetzt erstmal auf der lieben Frau Hochstetter. Geht's dir gut, Anke? Geht es? Moment, ich schaue auf die Monitor. Nicht, dass das hier runterdonnert und jemand auf den Schädel fällt. Aha, aha, aha. Das ist ja sehr, sehr interessant. Habe ich denn so ein langes Kinn? Ich hab's wohl, ne? Sonst würden Sie ja nicht zeichnen. Ja, ich weiß nicht. Ja. Es könnte sein, dass die Proportionen etwas aus den Fugen geraten sind. Ich frage mal meine Nachbarin Anke, die das Bild auch auf dem Fernseher gesehen hat. Was meinst du dazu? Sehr gut gelungen. Ich wusste nur nicht, dass du so eine Schnute hast. Das ist ja fast ein Kussmund. Ne, du, Nee, Moment. Du kannst ja nicht sehr gut gelungen sagen und du wusstest nicht, dass ich eine Schnute habe. Entweder bin ich so oder ich bin nicht so. Wir haben uns seit fast 12 Stunden nicht richtig nah gesehen, Herbert. Ich habe auch ein bisschen vergessen, wie du live aussiehst. Ich hab überhaupt alles vergessen. Geht's dir einigermaßen gut? Ich weiß es nicht. Ich gieße zum 4. Mal diese Blumen. Morgen sind die hinüber, aber ich muss irgendwas machen. Anke, du bist so wunderbar. Frau Hochstetter, das ist auch ich danke so ein Ihnen Satz. Ganz ich herzlich. Einfach, weil ihm nichts anderes einfällt. Wie, irgendwie komme ich ja doch zu dem Bild und da werden wir uns noch mal persönlich die Hände schütteln. Und, also ich würde so zum Abschluss sagen, um das selbst zu bewerten, das ist ja immer schwierig, nicht, für einen Künstler. Ja. Ich würde sagen, es ist ein Kopf mit Feuersteinchen, Qualitäten vielleicht. Ich bin ja auch überhaupt kein Freund des totalen Realismus. Ich finde, dass der Charakter das Entscheidende ist und mit Sicherheit spiegelt er sich darin wider. Ne? Also
toll, dass Sie sich die Nacht um die Ohren geschlagen haben, um ein Kunstwerk zu schaffen. Und, dafür geht es mir aber ganz gut. Ich weiß genau, wo es hängen wird. Ich habe schon den richtigen Platz dafür. Ja. Ganz herzlichen Dank. Ja? Beim nächsten Ton ist es... Ich denke gar nicht daran, Kienzles Text zu sagen. Und 5 Minuten. Ich sage auch nicht Piep. Ich weiß nicht. Hat das geklappt? Hat das nicht geklappt? Also durchgehalten haben wir alle einigermaßen, aber war das eine gute Idee? War das eine schlechte? Ich möchte jetzt eigentlich ein Kaiserlied singen. Und zwar habe ich vor 3 Jahren in einer Operetteninszenierung in Hamburg, das Weiße Rössel, das gilt so als erste Musical, ist eine klassische Operette, eine Wiener Operette, da habe ich den Kaiser gespielt, den österreichischen Kaiser, aber nicht den richtigen, den Kaiser Franz Josef II., das kann ich auch nicht, das ist auch nicht sehr glaubwürdig, sondern einfach so ein bisschen ein Kaiser. Und dieser Kaiser hat ein Lied, das so ein bisschen resigniert ist, hätte ich dann so wahnsinnig gern vorgesungen. Ich krieg's auswendig nicht hin. Ich habe die Noten irgendwo, sie liegen in diesem Zimmer. Ich kann aber wenigstens eines machen. Ups, das, nee, sind sie auch nicht. Das sind so ein brauner Zettel, 2 braune Zettel sind nicht da. Ich kann mir aber einfach mal das Kostüm anziehen, weil das so schön ist. Und in der Hoffnung, dass mich die Noten irgendwo entgegenspringen. Ich ziehe mich jetzt zur Schlussnummer an schon. Billy, das ist, guckst du, ein bisschen entsetzt, ne? Aber das bist du ja nicht gewohnt. Ich bin jetzt der Kaiser, verstehst du? Brauchst du nicht irgendwie irritiert wegzugehen. Und bei diesem Lied geht es eigentlich um diese Art Resignation. Ne? Das, der Kaiser, der wollte auch immer irgendwas werden, ein Lokomotivführer, ein Feuerwehrmann. Und was ist er dann geworden? Eben nur ein Kaiser. Das geht dann irgendwie so. Ich weiß nicht mal, die Tonart. Sie ist einmal im Leben so. Jetzt habe ich's, ja. Sie ist einmal im Leben so. Allen geht es ebenso. Was man hätte so gern, liegt so fern. Wenn man alles haben könnte, wenn man ohne Mühe fänd, was man nie erreicht, dann wär's leicht. Doch man sieht allmählich ein, man muss hübsch bescheiden sein. Schweige und begnüge dich, lächle und füge dich. Sie ist einmal im Leben so, allen geht es ebenso. Gerade der allerschönste Traum bleibt nur Schaum. Das waren die Harmonien, waren nicht so ganz astrein, ne? Aber ging ja so um die Idee. Ich mache jetzt nochmal hier Musik. Und zwar glaube ich, ist jetzt fällig. Was habe ich da drinnen? Ah ja. Machen wir doch die gleiche Musik, die wir am Anfang hatten, ne? Das war der 2. Satz. Billy! Und wie beurteilst du das so? Schlafen wir uns halt aus, ne? Ein bisschen.
Kaiser ist müde. Kaiser dankt jetzt ab. Der Kaiser will nicht mehr. Das interessanteste Gespräch war ja eigentlich das für mich mit der Elke Heidenreich, ne? Sagt er auf. Ist magisch will. Also magisch will ich nicht. Aber. Ich werde ein bisschen nachdenken in der nächsten Zeit. Jetzt werde ich die Brille wechseln. Und irgendwie habe ich ein paar Orden verloren. Billy, das gehört dem Kaiser. Und du weißt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Na? Billy, es ist Zeit zum Abschied nehmen. Wie glaubst du, was glaubst du denn, wie spät es ist? Meinst du, dass Kinzlerhauser überhaupt noch da sind? Für die Nachbarschaft. Anke, das erste ist für dich. Ich versuch's noch einmal. Und wenn ich da nicht treffe, dann ist es der gute Wille, ja? Ja. Mit mehr Schmackes. Ja, mit mehr Schmackes. Wer immer noch da ist, Team und so, ich werfe jetzt einfach hier Blumen in die Gegend. Liebe Nachbarn, es war schön bei euch. Der Platz ist absolut leer. Und was ich mache, ist absolut sinnlos. Hey, du wirst ja... Oh, jetzt wollte ich gerade noch einen großen Versuch machen. Pass ja auf da mit dieser Schräge. Geh, was machst du jetzt? Wer immer... Ja, du kannst nicht alle Blumen haben, ne? Hallo Nachbarn, das sind etliche an den Fenstern. Tschüsschen. Die Severinskirche hat das 600 Jahre überlebt. Ich glaube, der Tag wird dann hier auch vorübergehen. Ne? Schönen Dank, dass Sie so lange dabei waren. Oder überhaupt dabei waren. Tschüss. Mein Name. Ich wollte mich nur noch mal bedanken für diese wirklich abwechslungsreiche Nacht. Ich habe sowas vorher noch nie gesehen und ich finde das eine ganz tolle Idee. Ja, wir sind Thomas und Susanne. Wir haben das hier im Nachtdienst so nebenbei ein bisschen verfolgen können. Also nur ausschnittweise, aber was wir da gesehen haben, das hat uns doch ganz gut gefallen, muss ich sagen. Es war ganz nett. Hallo, grüß Gott, hier ist die Marianne Göckel. Und ich fand bei dem Schlafen halt am interessantesten den Hund Billy, wie der sich da rumgeregelt hat und wie er sich wirklich lieb zum Feuerstein hin bewegt hat. Also Herbert, ich finde es ja locker, was er da macht, so 12 Stunden Sendezeit. Finde ich cool. Also ich finde das schon cool, dass der überhaupt, der vom WDR, der Chef das überhaupt genehmigt. So 12 Stunden Gacke machen, so wie er da drauf ist, finde ich locker. Das wollte ich loswerden. Danke, tschüss. Also Herr Feuerstein, ich möchte Ihnen dann sagen, die Sendung ist wirklich super oberaffengeil. Ich habe sowas noch nie gesehen. Machen Sie weiter so. Kinder, ja, jetzt hört auf, das ist mir peinlich, das klingt ja wie mein Nachruf. Also die Sendung war beschissen und die war grauenhaft, die machen sowas nicht.